Ich möchte noch einen Dank aussprechen. Das ist ganz wichtig, denn ohne die Kompetenz meiner beiden Mitveranstalter und ohne die Kompetenzpartner, die uns seit 2,5 Jahren unterstützen, könnten wir diese Veranstaltungsreihe nicht organisieren. Das ist zum einen ein treuer Partner, die Firma ISO, Hersteller hochwertiger Monitore und Displaylösungen, die Firma iDoc. Dieses Unternehmen bietet KI-basierte Lösungen für viele Bereiche in der radiologischen Diagnostik. Dank aber auch ganz besonders an unseren geschätzten Medienpartner, das Radiologie-Magazin und seinen Chefredakteur Guido Gebhardt. Herr Dr. Möller, als Teleradiologe des Netzwerks Reif und Möller aus Dillingen arbeiten Sie seit fast 20 Jahren oder länger. Zwar nicht direkt mit medizinischen Großgeräten, aber ich denke, sie sind für Sie wichtig. Warum ist unser heutiges Thema für Sie besonders wichtig? Ja, nun, ganz einfach, der Teleradiologe ist, na, wie es der Name schon sagt, prinzipiell erstmal einfach Radiologe wie der Kollege auch vor Ort. Und damit profitiert er von den Entwicklungen der KI ja auch. Wir sind bei der derzeitigen Entwicklung zweifältig, zuerst erstmal bei der Befundung. Das heißt also, man kriegt einen qualifizierten Vorbefund, was insbesondere wichtig ist im Notfallsetting. Insbesondere auch, dass dieser Vorbefund relativ schnell und auch zuverlässig ist und er ihn damit auch zur Priorisierung der Patientenbefundung oder der schnellen Befundung einsetzen kann. Und dann natürlich, wie jeder Radiologe, von guten Bildern. Und das, was man von den Herstellern bisher eigentlich gehört hat, was KI gerade bei der Verbesserung oder bei der Herstellung von guten Bildern erzeugen kann, da muss man sagen, das lässt doch sehr hoffen. Entsprechend muss man zugeben, bin ich auch sehr gespannt, was wir heute hier hören werden, denn wir werden tatsächlich einen Blick in die Zukunft der Radiologie und damit auch in die Teleradiologie bekommen. Vielen Dank an der Stelle schon mal an Sie, Herr Dr. Möller. Herr Dr. Engelmann, Nexus Chili entwickelt auch seit vielen Jahren erfolgreich innovative Softwarekomponenten für die Radiologie und macht Workflows transparent, effizient und vor allem einfach. Welche Rolle spielen dabei diagnostische Großgeräte? Ja, die Großgeräte sind für uns so wichtig wie für den Menschen die Luft zum Atmen. Ohne die Geräte, die die Bilder erzeugen, haben wir nichts zu verarbeiten, nichts zu transportieren. Von daher ist es extrem wichtig. Und ja, was natürlich am wichtigsten ist, dass die Qualität der Bilder stimmt, dass unsere Kunden wie Herr Dr. Möller und seine radiologischen Kollegen mit den Bildern gut arbeiten können. Seit Beginn von digitalen Modalitäten gibt es auch Bildverbesserungen an den Bildern. Jeder Hersteller hat so seine Expertise für Bildverbesserung und qualitativ hohe Bilder, die zum Teil auch Firmengeheimnisse sind. Meistens das irgendwelche Faltungen, die auf den Bildern gerechnet werden, rein mathematische Dinge. Und jetzt mit der künstlichen Intelligenz kommt da halt ein neuer Aspekt dazu, der die Bilder auf andere Art und Weise besser macht. Da bin ich gespannt, wie sich die KI-Bildverbesserung unterscheidet von den früheren rein mathematischen Bildverbesserungen. Und das geht natürlich dann auch weiter. Es ist ja nicht nur der Radiologe oder der Teleradiologe, der die Bilder dann anguckt und darauf befundet, sondern auch KI-Algorithmen, die wiederum die Bilder auswerten in Hinblick auf verschiedene medizinische Fragestellung. Da ist dann auch wieder interessant, inwieweit beeinflussen die Vorverarbeitung schon auf der Modalität den Output der KIs, die dann hinterher zum Beispiel eine Blutung oder einen Knochenbruch suchen. Ja, da bin ich gespannt, was unsere Redner hier zu sagen haben und wie was die Firmen hier beizutragen haben. Dankeschön, Herr Dr. Engelmann. Na, schauen wir mal, ob wir hier das eine oder andere Firmengeheimnis, naja, ob wir es lüften, glaube ich jetzt nicht, aber dass man so ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen kann. Beginnen wir doch mit einem der großen Player auf dem Weltmarkt, Siemens Healthineers und Dr. Tobias Heimann. Er ist Head of Artificial Intelligence Germany dieses Unternehmens und bei Siemens Healthineers sind, wie er mir im Vorgespräch erzählt hat, in den vergangenen bereits 20 Jahren mehr als 80 KI-Lösungen auch für Radiologinnen und Radiologen auf den Weg gebracht worden, von der Scanner-Automatisierung über die Intervention und Unterstützung bei der Befundung zur Rekonstruktion und Therapieplanung. Das klingt schon alles sehr spannend, Herr Dr. Heimann. Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank für die nette Einführung und für die Einladung, auch hier zu reden. Wie Sie gesagt haben, ich leite bei uns die Abteilung Künstliche Intelligenz Deutschland und habe damit, finde ich, zurzeit gerade einen der interessantesten Posten bei uns in der Firma. Denn künstliche Intelligenz ist ein Thema, in dem nicht nur besonders in den letzten 10 Jahren sehr viel passiert, sondern es ist auch ein Thema, was uns auch noch lange Zeit begleiten wird. Und wie alle großen Themen unserer Zeit ist auch die künstliche Intelligenz ist getrieben von globalen Megatrends. Und gerade wenn wir uns die KI in der Medizintechnik anschauen, dann ist der erste Trend, den wir da haben, die Bevölkerung. Ja. Sie erinnern sich vielleicht, es ging Mitte November letzten Jahres durch die Medien, 8 Milliarden Menschen plötzlich Weltbevölkerung. So ganz plötzlich war es natürlich nicht, weil dass die Weltbevölkerung nach wie vor wächst, ist natürlich bekannt. Und es gibt auch ziemlich gute Modelle darüber, die uns sagen, wie sich das weiterentwickeln wird. Und diese Modelle sagen, dass halt bis 2050 nochmal knapp 2 Milliarden Menschen dazukommen werden. Und das sind alles Menschen, die sich ein gutes Leben erhoffen. Das sind alles Menschen, die sich eine gute Gesundheitsversorgung erhoffen. Ja? Wir sehen aber schon heute, dass wir eigentlich für die Versorgung von so vielen Menschen und auch von Menschen, die immer älter werden und mehr chronische Krankheiten haben, dass wir da jetzt schon zu wenig Fachkräfte haben. Ja? Und zwar weltweit in Europa, in den USA und in Regionen wie Afrika oder Asien natürlich insbesondere. Und um in Zukunft unsere Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten, ja, auch bei steigender Bevölkerung, alternder Bevölkerung und mit weniger Fachkräften, ja, müssen wir mehr automatisieren. Und der Schlüssel dafür liegt in der künstlichen Intelligenz. Und da sind wir auch schon beim zweiten Megatrend, natürlich die technologische Entwicklung. Ja, Rechenkapazität, ja, steigt nach wie vor exponentiell an. Das ist exponentiell ist jetzt eine Rechenart, mit der unsere Gehirne nicht gut klarkommen. Aber hier ein bisschen zur Verdeutlichung, als wir vor 5 Jahren angefangen haben, unseren firmeninternen Supercomputer aufzubauen für die Entwicklung von unseren KI-Lösungen, hatte der eine Rechenleistung von 8 Petaflops. Inzwischen sind wir bei 250 Petaflops. Das entspricht ungefähr einer Verdopplung jedes Jahr. Wenn das so weitergeht, ja, dann werden wir noch innerhalb, jetzt muss ich mal gerade schauen, das hier, dann werden wir innerhalb der nächsten paar Jahre, ja, werden wir in den Exaflop-Bereich vordringen, ja, und Mitte der 2030er stoßen wir dann in Sphären vor, das kennt noch überhaupt niemand, das Wort Zettaflop, ja, ein Zettaflop, 1 Million Petaflop. So viel zu Supercomputern. Aber das Interessante ist, auch am Point of Care in den Workstations gibt es dieselbe Entwicklung. Ja? Das heißt, einzelne Grafikbeschleuniger, die vor 4 Jahren vielleicht noch eine Leistung hatten von 125 Teraflops, ja, sind inzwischen auch schon bei 2 Petaflops. Wenn das so weitergeht, ja, dann sind wir da in ein paar Jahren in einem Bereich, wo wir noch vor ein paar Jahren mit unseren Supercomputern waren. Ja? Und auch Mitte der 2030er wirklich im Exaflop-Bereich. Was wird mit dieser Rechenleistung möglich sein? Da möchte ich Sie ein bisschen einladen, mit zu überlegen, mit zu visionieren. Ja? Und ich hoffe, am Ende meines Vortrags können Sie mir dann zustimmen, wenn ich sage, bei der KI-Entwicklung stehen wir eigentlich erst ganz am Anfang. Ja? Und wenn wir uns anschauen, wo wir heute stehen, dann möchte ich Ihnen jetzt ja, einfach ein paar Beispiele geben, ja, aus den unterschiedlichen Abschnitten. Und das Erste, wo ich anfangen möchte, ist tatsächlich noch bevor überhaupt Bilder aufgenommen werden, ja, da geht es um die Automatisierung von den Scannern. Wir haben vor knapp 5 Jahren, ja, haben wir angefangen, bei unseren CT-Geräten dann eine 3D-Kamera noch an die Decke mitzuschrauben. Und diese CT Kamera, ja, die beobachtet kontinuierlich den Tisch,
Ja, und stellt dann also fest, wenn sich ein Patient da drauflegt, ja, aber nicht nur, wenn sich ein Patient drauflegt, sondern auch, wie sich der Patient drauflegt. Sind die Füße vorne, ist der Kopf vorne, ja. Wir können über die Kamera auch abschätzen, wie groß ist der Patient, wie schwer ist der Patient, ja, und können damit die Scan-Parameter optimal auf diesen Patienten einstellen. Das ist alles, was vorher manuell gemacht worden musste, ja, durch die technischen Assistenten. Es hat sich aber herausgestellt, dass die automatische Steuerung über die 3D-Kamera und das KI-System deutlich genauere und reproduzierbare Ergebnisse liefert, was zu besseren Bildern führt, ja, bei weniger Dosis. Und dasselbe System ist dann ein paar Jahre später, ist in unser erstes Röntgengerät eingeflossen, auch dort, um den Workflow zu erleichtern. Und wir sind gerade dabei, das auch für das MR-Portfolio einzuführen. Ja. Das heißt, KI, noch bevor das Bild erstmal aufgenommen wird, ja, erlaubt also schon eine deutliche Vereinfachung, ja, des Scanner-Workflows. Ja. Und wenn man das weiterdenkt, ja, in die Zukunft, kommt man wirklich zu diesem, ja, Scan auf Knopfdruck, ja, wo man im Endeffekt nur noch sagen möchte, was möchte man aufnehmen von dem Patienten, und dann stellt die Maschine alles automatisch ein. Um die Bilder aufzunehmen, ja, Herr Engelmann hat es eben schon erwähnt, ja, jahrelang, jahrzehntelang, ja, wurde da mit Faltungsoperationen hin und her gerechnet. Das hat sich tatsächlich geändert durch KI, das ganze Processing, die ganze Rekonstruktion der Bilder. Beispiel von unserem MR-Geräten, ja, vor ein paar Jahren gab es ja diese Lösung Deep Resolve Gain, Deep Resolve Sharp. Das waren halt so KI-basierte Filter, ja, die die Bilder schärfer gemacht haben, die das Rauschen reduziert haben und die da schon deutlich besser funktioniert haben als die klassischen mathematischen Operationen, ja. Aber der richtige Durchbruch kam auch da mit diesem neuen Verfahren Deep Resolve Boost, was wirklich die komplette Rechnung, ja, vom K-Raum, wo die Daten aufgenommen werden, in den Bildraum durch tiefe neuronale Netzwerke ersetzt, ja, und wo wir wirklich abhängig natürlich von der Modalität, von, ja, der Sequenz, was aufgenommen wird, ja, aber bis zu 88% der Scanzeit sparen können, ja, also öffnet wirklich ganz neue Möglichkeiten hier, ja, weil natürlich kann man das einsetzen, um die Zeit zu sparen, man kann es aber auch einsetzen, um bei gleicher Zeit halt eine deutlich höhere Scanqualität zu erzielen. Ja, als nächstes Beispiel, wenn wir also dann die Bilder haben, ja, durch KI einfach aufgenommen und mit optimaler Bildqualität, dann können wir natürlich auch an die automatische Auswertung gehen. Hier ein Beispiel, was wir kürzlich herausgebracht haben, so für die Notaufnahme im Endeffekt, ja, ein System, was im CT-Scans Hirnblutungen automatisch erkennt, ja, und falls die da sind, halt direkt Warnmeldungen aufploppt, ja, und zusammen mit einigen anderen Funktionen, wie dass halt das System automatisch erkennt, wo sich der Schädel des Patienten befindet, den markieren kann und im Endeffekt so ausrollen kann, ja, das ist dieses Skull Unfolding, was Sie da sehen, wo man im Endeffekt eine Visualisierung erzeugen kann, die komplette Schädeloberfläche auf einen Blick ermöglicht, ja. Das heißt, wenn da irgendwelche Verletzungen sind, irgendwelche Brüche, Risse und so weiter, ist es viel schneller zu sehen, als wenn man da erst durch 100 Schichten durchscrollen muss, ja. Das sind so ja, Anwendungen, ja, die auch heute schon existieren und die sehr gut funktionieren, ja. Das sind jetzt hier, da geht es um die Analyse von Koronararterien. Das ist noch ein Prototyp, an dem wir gerade ja, an dem wir gerade entwickeln, ja, und den wir evaluieren. Dort ist das Ziel halt auch für die Koronarkrankheit, ja, die gesamte Diagnostik, ja, wirklich automatisch quantifizierbar zu machen. Sprich, dass zum einen natürlich der Scan erkannt wird, dass die Koronararterien erkannt werden, dass man auch wieder diese Visualisierung erzeugen kann, wie wir das auch beim Schädel gesehen haben, alle Koronararterien auf einen Blick, ja, wie Sie es hier rechts sehen im Bild. Aber dass halt zusätzlich im Hintergrund auch noch Module mitlaufen, die halt automatisch Stenosen finden, diese Stenosen vermessen, quantifizieren, ja, und dann im Endeffekt schon, ja, den Report vorbereiten, ja, für diesen Patienten und im Endeffekt den kompletten Workflow deutlich beschleunigen können, ja.
In der Onkologie gibt es natürlich massenhaft Möglichkeiten, ja, für die KI. Ein Stichwort ist natürlich da das automatische ja, Screening, Lungencancer-Screening, zum Beispiel Breast-Cancer-Screening, ja. Das sind so Anwendungen, wo Radiologen heutzutage sehr wenig Zeit haben, ja, um wirklich hunderte von Bildern am Stück durchzuschauen. Und das ist eine Arbeit, die sich natürlich, die man nicht konzentriert von morgens bis abends durchhalten kann. Ja, und da bietet sich das natürlich an, KI-Programme im Hintergrund laufen zu lassen, die so etwas mit unterstützen. Und ich möchte hier nur ein Beispiel zeigen, ja, um das Potenzial aufzuzeigen hier für Prostatakrebs, speziell auf multiparametrischen MR-Daten. Das ist ein Teil von unserer AI-RED Companion Suite. Ja. Also ein System, was aus diesem multiparametrischen MR die Prostata segmentiert, automatisch Läsionen detektiert, konturiert und auch dann charakterisiert, ja, ein Pirate Scoring, und das im Endeffekt alles schon vorausfüllt, ja, und dann der Arzt sich das im Endeffekt nur noch anschauen muss, durchgehen muss, bestätigen muss und ja, deutlich Zeit spart zum einen, aber ja, so zeigen halt die Studien auch deutlich die Qualität anheben kann. Wir haben also hier getestet, Radiologen mit diesem KI-System, Radiologen ohne KI-System, wie ist denn da die Performance? Die Anfälle konnten von Radiologen, die mit dem KI-System zusammengearbeitet haben, häufiger erkannt werden, ja, und sie stimmten auch mehr überein als sonst, und schneller ging es ohnehin noch. Also eine Reihe Vorteile, die schon klar belegbar sind anhand auch von Studien von diesen Systemen. Kommen wir weiter zur Therapie. Sag ich mal, Flaschenhals bei der Strahlentherapie ist ja die Planung, ja, und da vor allem die Konturierung der Risikoorgane. Das wird also nach wie vor zum Großteil weitgehend händisch gemacht, ja, dass im Endeffekt alle Risikoorgane ja, Schicht für Schicht, ja, umrandet werden. Dauert natürlich Ewigkeiten. Inzwischen haben wir ein System, ja, was also über 150 Organe, Risikostrukturen vollautomatisch detektiert und segmentiert. Über 95% von diesen Ergebnissen sind auch direkt klinisch nutzbar, ja, oder mit halt kleineren Edits nutzbar. Wir sind im Vergleich, wenn man einen Blindvergleich macht von Konturen, die das System erzeugt oder die halt ein menschlicher ja, Annotierer erzeugt, ja, werden die automatischen Ergebnisse sogar bevorzugt, ja. Also auch hier ein Beispiel, wie KI die Qualität anheben können, aber auch den Workflow deutlich beschleunigen kann. Und wenn wir ein bisschen bei der Therapie bleiben, ja, und überlegen, jetzt können wir die Therapie schon planen, ja, automatisch, können wir denn vielleicht auch vorhersagen, wie gut Patienten auf eine bestimmte Therapie ansprechen, ja? Da haben wir diese Arbeit hier, die vor ein paar Jahren schon im Lancet veröffentlicht wurde, die wir aber nach wie vor auch fortführen. Ja. Da haben wir also ein System gebaut, was basierend auf den Bilddaten und einigen wenigen Daten aus der Patientenakte die Patientengruppen stratifizieren konnte, ja, in wahrscheinliche Responder oder Nicht-Responder, sodass man so die Idee, ja, mit so einem System schon in Zukunft vor der Behandlung feststellen kann, was die erfolgversprechendste Therapie ist und halt wertvolle Zeit dann spart, auch für die Patienten. Und gerade die Onkologie wird ja immer komplexer, ja. Wir haben mehr und mehr molekulare Daten, die da einfließen, genetische Profile, proteomische Profile, ja, im Rahmen von einem Forschungsprojekt hier Cancer Scout über das BMBF, das wir zusammen mit der Universität Göttingen machen, bauen wir so ein System, was halt diese Daten zusammenführt, auch mit den digitalen Pathologien, ja, und daraus dann Tumore zu charakterisieren versucht. Und das wird in Zukunft, ja, wird das sicherlich noch deutlich an Bedeutung gewinnen. Und dann ist natürlich nur die Frage für die Ärzte, ja, wenn es so viel mehr Informationen gibt in Zukunft aus so vielen unterschiedlichen Bereichen, wer bewahrt dann noch den Überblick und wie? Ja, da muss es eigentlich einen Arbeitsplatz geben, ja, der all diese multimodalen Informationen über einen Patienten zusammenführt, ja, automatisch und halt auch
Assistenten, ja, die die Ärzte unterstützen, diese Daten wirklich zu lesen und zu bewerten. Und wie so ein Assistent aussehen könnte, das möchte ich Ihnen jetzt zum Abschluss kurz zeigen. Es ist also ein Prototyp, den wir haben bei uns. Indication. The indication for this exam is CT follow-up after HCC treatment. Sie merken schon, der Dialog ist auf Englisch. The HCC extent. Aber der Arzt, ja, fragt. Patient also, was diagnosed with hepatocellular carcinoma in 2020. Und there was a 3 centimeters lesion in segment 8. How was it treated? Patient received radiofrequency ablation. Were there any additional lesions? Yes, there was one 9 millimeters hemangioma found in segment 2 in 2020. Also der Dialog geht noch eine Weile weiter, aber Sie merken schon, worauf das hinausläuft. Ja? Hier haben wir also ein Computersystem, was wirklich auf natürliche Sprache antworten kann und Fakten zum Patienten zusammenfassen kann und wiedergeben kann, wie das halt ein menschlicher Assistent auch machen würde. Und das Ganze basiert auf einem Large Language Model, was wir trainiert haben. Ja, das sind jetzt keine echten Patientendaten, die dahinter stehen, sondern es ist ein Demosystem. Ja, es sind Demo-Patientendaten. Aber im Prinzip, ja, ist so ein System, sag ich mal, glauben wir jetzt nicht mehr ewig weit entfernt. Ja, und das heißt, auch bei der Interaktion mit Computern werden wir noch einen sehr großen Wandel erleben, ja. Gut, und damit zum Abschluss, ja, wo stehen wir heute, ja? Es gibt natürlich schon eine Menge von spezifischen KI-Systemen von den unterschiedlichsten Firmen und Startups und großen Playern. Sie sehen dazu sicherlich noch mehr heute im Laufe dieser Veranstaltung. Aber so langsam laufen wir in eine Transition rein, wo diese vereinzelten, diese spezifischen Systeme wie auch hochskaliert werden, ja, wo mehr und mehr automatisiert wird, die Modelle größer werden, komplexer und einfach mehr damit gemacht werden kann. Und dann, ja, wird es in einigen Jahren wirklich zum Sprung kommen, ja, wenn die Performance so weit ist, dass wirklich die Informationen auch interpretiert werden können, wie in diesem Beispiel mit dem radiologischen Assistant, ja, dass wir die Scanner vollständig nahezu automatisieren können und so weiter. Und mit dem Ansteigen der Rechenleistung, ja, wie wir das am Anfang gesehen haben, sind das alles Dinge, die inzwischen tatsächlich in ja, greifbare Nähe gerückt sind. Da möchte ich mich bedanken, natürlich bei unserem ganzen Team und allen, die mitgeholfen haben, diese schönen Ergebnisse zu erzeugen. Und bei Ihnen herzlichen Dank. Mikrofon ist ausgeschaltet, Detlef. Entschuldigung, mein Mikrofon war ausgeschaltet. Ich habe gerade zum Ausdruck gebracht, dass mich das doch sehr beeindruckt hat, was Herr Dr. Heimann uns da vorgestellt hat. Und die KI-Assistentin, die wir zum Schluss gesehen haben, ein menschlich aussehender Avatar, das war ja so ein bisschen was wie ChatGPT, wie wir das jetzt, wir auch in unserem Agenturgeschäft übrigens bereits nutzen. Sehe ich das richtig oder geht das in eine andere Richtung, Herr Dr. Herrmann? Nein, das ist natürlich dieselbe Technologie, ja, die dahinter steht. Das Problem ist nur, dass halt zurzeit jeder, der sich damit beschäftigt, weiß das ja, die funktionieren überraschend gut, muss man sagen, in vielen Bereichen, aber die funktionieren halt nicht fehlerfrei, die Systeme. Es kommt immer noch zu diesen Halluzinationen, ja, dass das System Dinge behauptet, die eigentlich ja, gar nicht zutreffend sind. Und wenn man da in bestimmten Bereichen ist das okay, da ist das nicht weiter kritisch und man hat trotzdem einen sehr hohen Gewinn, wenn man damit arbeitet. Aber wenn ich das im Gesundheitsbereich einsetze, da kann ich natürlich keine Halluzination gebrauchen, dass die Assistentin mir irgendwas erzählt zu einem Patienten, was der in Wirklichkeit gar nicht hat. Ja, das heißt, da müssen wir also ganz anderen Maßstäben rangehen, was halt die Zuverlässigkeit dieser Systeme noch betrifft. Und das ist zurzeit noch nicht so weit, dass man das direkt anwenden könnte. Ja, deswegen ist es ein Technologiedemonstrator. Es muss sich noch einiges
tun tatsächlich, aber bei der schnellen Entwicklung, die wir jetzt in der letzten Zeit da beobachten, glauben wir wirklich, dass das kein Science Fiction mehr ist, sondern dass wir das relativ bald erleben werden. Was stellen wir uns unter relativ bald vor? Naja, weiß ich nicht, Zeitraum von 5 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, um mal was in den Raum zu schmeißen. Also, das ist schon spannend und das knüpft auch ein bisschen an das an, womit wir uns im nächsten Jahr in unserer Zukunft Teleradiologie Session befassen werden. Und Sie haben das auch ein bisschen mit angedeutet. Ich habe mir auch mal das Stichwort Therapie, Sie haben es genannt, was kann die erfolgversprechende Therapie sein, wenn wir KI in dieser Form weiterentwickeln? Wir diskutieren ja auch darüber, dass wir über genetische Anlagen von Menschen schon darüber mehr als spekulieren, ob jemand Krebs kriegt, ob jemand Schlaganfall gefährdet ist und was auch immer. Und wenn ich das jetzt mit dem, was Sie im Augenblick schon machen, und wir werden dazu sicherlich, wie Sie gesagt haben, noch mehr hören jetzt, auch noch berücksichtigen, wenn wir die bildgebende Diagnostik mit der Labordiagnostik und mit anderen Formen verknüpfen und dann noch, und das ist ja immer etwas, wo viele Angst haben, wo ich sage, dann noch die Kompetenz erfahrener Ärztinnen und Ärztinnen zusammennehmen, die das am Ende auch noch gewichten und bewerten. Dann können wir weitere echte Qualitätssprünge machen. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit Fachdiskussionen, die man führt. Da reden ja auch nicht alle Teilnehmenden nur vernünftige und wegweisende Dinge, sondern da wird auch ab und zu mal ein bisschen Blödsinn erzählt. Am Ende muss man dann halt die Spreu vom Weizen trennen und gucken, womit kann man weiterarbeiten und was hat uns jetzt die KI-gestützte Assistentin oder der Assistent hier für dummes Zeug erzählt. Also die Fachkompetenz des Menschen bleibt unersetzlich, denke ich. Oder sehen Sie da etwas anderes in der Zukunft heraufdämmern, was so Zukunftspessimisten sagen, die Maschine wird uns irgendwann sagen, wo es lang geht? Naja, also die Maschine wird uns sagen, wo es lang geht. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ja, es gibt dann keine Ärzte mehr, ne? Irgendwie oder so. Der Beruf des Arztes wird überflüssig. Das wird mit Sicherheit nicht passieren, ja. Ärzte wird es immer geben, ja. Die Aufgaben der Ärzte werden sich aber mit Sicherheit wandeln, ja. Dadurch, dass sie halt mit diesen KI-basierten Werkzeugen viel mehr zusammenarbeiten werden in Zukunft und bestimmte Dinge dann auch deutlich effizienter erledigt werden können oder vielleicht auch überhaupt kein menschliches Zutun mehr benötigen. Ja. Eines der großen leidigen Themen heutzutage ist ja die Dokumentation. Alles muss dokumentiert werden und so und das frisst eine Riesenzeit, ja, und das muss man auch manuell machen. Ja. Wenn wir die Entwicklung sehen, was so passiert im KI-Bereich, ja, ist es durchaus vorstellbar, ja, dass in, sage ich mal, naher Zukunft, ja, diese Dokumentation vollautomatisch stattfinden wird, ja, was natürlich riesige Zeiten auch freischaufeln wird, irgendwie bei den Ärzten. Und ich denke, das ist ein Bereich, wo auch niemand hinterherweinen wird, dass er jetzt keine Dokumentation mehr machen darf oder so, ja. Und so gibt es viele Möglichkeiten, ja, bestimmte Bereiche, ja, die zurzeit halt noch wirklich zu den Kernaufgaben gehören, wirklich auch zu automatisieren. Also die Aufgaben werden sich wandeln, aber natürlich der Beruf des Arztes wird bleiben, ja, das ganz klar. Und der zweite Punkt, ja, weil Sie es auch angesprochen haben, was werden wir in Zukunft vielleicht noch vorhersagen können, ja, über welche Therapien jetzt wie wirken. Man muss ja dazu sagen, die ganz moderne Medizin und der Fortschritt der modernen Medizin ist ja datengetrieben, ja. Also alle Erkenntnisse werden durch Studien halt getestet, die Hypothesen dann belegt und dann fließen sie irgendwann auch ein, ja, in die klinische Praxis. Das ist gut, aber das ist sehr langwierig, ja, dieses Studienaufsetzen, das ist auch sehr teuer. Und wenn man sich jetzt überlegt, ja, dass man in Zukunft, wie es geplant ist, in der EU auch so ein European Health Data Space baut, ja, wo halt die Daten von Hunderten von Millionen europäischer Bürger zusammenfließen und analysiert werden können, ja,
Also wenn das gelingt, ja, dann werden wir mit Sicherheit solche Sprünge machen, auch was das medizinische Wissen angeht und was das Verständnis angeht, welche Therapien jetzt wirken, in welchen Fällen, glaube ich, das ist noch gar nicht abzusehbar. Und das ist die wirkliche Chance, denke ich, auch diese Tools ja, für die Verbesserung der Versorgung zu nutzen. Vielen Dank. Kommen wir zu einem zweiten Großen der Branche, GE Healthcare. Auch dort befasst man sich schon seit langem mit KI-inspirierten Technologien zur Unterstützung von Radiologinnen und Radiologen entlang des kompletten klinischen Workflows. Das umfasst Deep Learning bei CT, MRT und viele mehr. Wir haben zwei Referierende, die sich den nächsten Slot teilen, und wir beginnen mit Frau Dr. Claudia Steele. Sie ist Product Manager MR von GE Healthcare DACH. Und Ihr Thema sind KI-Lösungen in der Magnetresonanztomographie. Frau Dr. Steele. Ja, vielen Dank, Herr Franke. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, ich freue mich, gemeinsam mit meinem Kollegen, Herrn David Hahn, Ihnen einige Innovationen aus dem Bereich CT und MRT vorzustellen. Wir schauen also so ein bisschen jetzt in den täglichen klinischen Workflow hinein und schauen, welche KI-Lösungen helfen den Radiologen in der täglichen Routine. Zunächst mal die Frage, was sind die Herausforderungen aktuell in der Radiologie? Hier sind vor allem also die steigenden Untersuchungszahlen, höhere Produktivität, die wir in Krankenhäusern und Praxen sehen. Wir sehen hier ein Wachstum, insbesondere bei komplexen Untersuchungen im Bereich Cardio- und Abdomenbildgebung. Das Thema Patientenlagerung und Vorbereitung nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. Fachkräftemangel ist ein riesiges Thema in Deutschland, eine hohe Arbeitsbelastung und nicht zuletzt auch das Thema Wirtschaftlichkeit aufgrund der sinkenden Erlöse und steigenden Kosten. Das sind natürlich alles Themen, mit denen wir uns auch als Hersteller beschäftigen und entsprechende Lösungen anbieten. Operative Effizienz und Verbesserung der Arbeitsabläufe sind essentiell notwendig, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Und wir bieten von GE Healthcare verschiedene digitale KI-unterstützte Lösungen für die Anwender, die man im Prinzip in zwei Gebiete aufteilen kann. Zum einen sind es Lösungen, die sich mehr in der Peripherie der Geräte abspielen oder Einsatz finden, die dazu beitragen, dass Prozesse optimiert und standardisiert werden. Und dann sind das verschiedene KI-Lösungen, die bereits in den Großgeräten MRT, CT integriert sind. Hier geht es dann um Verbesserung der Bildqualität, kürzere Untersuchungszeiten und eben auch ja, Standardisierung und Personalisierung der Untersuchungen. Für den Bereich Peripherie oder Prozessoptimierung bieten wir mit unserer Imaging 360 digitalen Plattform verschiedene Bausteine, die Anwender unterstützen, Prozesse zu optimieren und zu standardisieren. Das geht bereits bei der Terminierung der Patienten los mit RIS-basierten Tools, KI-Tools, die zum Beispiel eben dann Vorhersagen treffen, ob ein Patient an einem bestimmten Tag zur Untersuchung unterscheidet. Dann werden Wetterdaten, Verkehrsdaten mit berücksichtigt. Und das hilft dabei eben, eine optimale Terminierung zu finden, Wartezeiten für Patienten zu vermeiden. Das zweite Thema ist die Nutzungsanalyse von dem Gerätepark, wenn man viele Geräte nutzt, eben einfach das Nutzungsverhalten zu analysieren und zu optimieren und im nächsten Schritt dann mit einem Protokollmanager dann auch standardisierte Untersuchungsprotokoll auf den gesamten Gerätepark auszurollen. Wir hatten das Thema Fachkräftemangel. Das ist natürlich ein ganz großes Thema in Deutschland. Und mit unserem Digital Expert Access bieten wir die Möglichkeit, ein Remote zu scannen und zu unterstützen. Das heißt, eine hochqualifizierte Fachkraft sitzt in einem Cockpit und kann mehrere Geräte bedienen oder eben Anwender vor Ort unterstützen, die eben da nicht ausreichend geschult sind, um zum Beispiel eine schwierige Untersuchung allein durchzuführen. Im MRT
selbst, in den MRT-Geräten selbst, sind eine ganze Reihe von KI-Lösungen bereits heute integriert und finden Einsatz. Das geht los bei dem Thema Scan-Vorbereitung. Wir nutzen hier leichte, flexible Airspulen, die einfach und sehr flexibel angelegt werden können. KI-Tools unterstützen dabei oder wählen im Prinzip die automatisch die Elemente, die betreffenden Elemente der Spule aus. Es verfolgt eine automatisierte Scanplanung, auch Deep Learning basiert, die sozusagen dann auch eine definierte Scan-Schichtplanung ermöglicht, auch für Follow-up-Studien. Und dann der ganze Bereich Scan und Rekonstruktion. Wir bieten intelligente SAR-Management-Tools, um Wartezeiten zu vermeiden, insbesondere im Hochfeld-MRT-Bereich. Ein sehr, sehr wichtiges Tool. Und dann kommt eigentlich so die wirksamste Entwicklung der letzten 3 Jahre. Das sind Deep Learning-basierte Algorithmen, die zur Verkürzung der Scanzeit bei gleichzeitig verbesserter Bildqualität beitragen. Das ist so die wirkungsvollste Entwicklung, die ich in den letzten Jahren hier im MRT-Bereich gesehen habe. Die würde ich gerne noch ein bisschen näher darstellen im Folgenden. Und dann das Thema Nachverarbeitung wurde ja von meinen Vorrednern angesprochen bereits. Auch hier bieten wir KI-unterstützte Befundung und Nachverarbeitungstool, die Radiologen bei der Befunderstellung unterstützen und automatisierte, standardisierte Berichterstellung ermöglichen. Hier mal am Beispiel Prostata, Hirn und Cardio. Wir arbeiten aber hier auch mit anderen Anbietern natürlich zusammen, entwickeln aber auch eigene Lösungen. Ja, die erfolgreichste und wirkungsvollste Entwicklung im Bereich der MRT in den letzten Jahren sind diese Deep Learning Rekonstruktionsalgorithmen. Traditionell hat man ja im MRT-Bereich immer so ein bisschen das magische Dreieck hier oder das Bermuda-Dreieck. Also das ist so ein bisschen wie die zu kurze Bettdecke. Wenn man oben zieht, fehlt es unten. Und genau so war es in der Vergangenheit. Man musste sich halt immer entscheiden. Möchte ich schnell untersuchen oder möchte ich hochauflösend untersuchen? Und diese Deep Learning Algorithmen haben diese Barriere weitestgehend verschoben. Wir sind also heute in der Lage, sowohl schnell als auch hochauflösend zu untersuchen. Wir haben da 2 Algorithmen im Markt, die verfügbar sind für alle Geräteklassen. Einmal AirRecon DL, das ist schon seit 3 Jahren jetzt im Markt, hat sich erfolgreich in der Routine etabliert. Deep Learning Algorithmus zur Rausch- und Artefakteliminierung und ganz neu im Markt jetzt Sonic DL, das ist ein Deep Learning Beschleunigungsverfahren, was ich Ihnen auch ganz kurz vorstellen möchte. AirRecon DL ist also ein Deep Learning basierter Rekonstruktionsalgorithmus. Das ist also ein 2 neuronale Netzwerke, die sind vortrainiert auf der Grundlage von über 10.000 Bildern, über 100.000 Parametern, werden Artefakte erkannt, also die bekannten Ringing- und Gips-Artefakte, und es wird Rauschen erkannt und eliminiert. Und das Ganze passiert im Rohdatenraum, also im K-Raum, ist also kein Post-Processing, nicht zu verwechseln mit dem Bildfilter, sondern ist ein Deep Learning-Algorithmus, der im Rohdatenraum greift. Was wird letzten Endes damit erreicht? Letzten Endes, wie gesagt, die eigentlich so diese Balance zwischen Zeit und Auflösung wird hier ganz neu jetzt wieder definiert. Wir sind also in der Lage, sowohl schneller zu untersuchen als auch mit einer höheren Auflösung. Links sehen Sie im Originalbild ein Sprunggelenk mit einer Matrix von 352 mal 256 aufgenommen in knapp 2 Minuten und das Ganze dann mit AirRecon DL in einer 35% kürzeren Scanzeit bei gleichzeitig 65% höherer Auflösung. Mit AirRecon DL sind wir nun in der Lage, dann auch eben kleinste Strukturen hochauflösend darzustellen, wie hier zum Beispiel das Beispiel einer Orbiter- und Nasennebenhöhlen. Die räumliche Auflösung ist nicht alleine durch die Voxelgröße definiert. Das hat hier nochmal eine Studie von der Universität Oxford gezeigt. Wir haben links einen Datensatz konventionell rekonstruiert und den gleichen Datensatz mit AirRecon DL. Und Sie sehen, obwohl hier die gleichen Parameter genutzt wurden, sind diese kleinen Strukturen hier sehr viel besser aufgelöst, weil einfach das Rauschen aus den Bildern verschwunden ist.
Somit sind wir heute in der Lage, eben, das ist ein Beispiel von einem 1,5 Tesla Weitbohrsystem, Signa Voyager, Handgelenk mit Fraktur, mit Dislokation, ein Handgelenk hochauflösend darzustellen, in einer akzeptablen Messzeit von 2,5 Minuten in dem Fall. Wir sprechen also im MRT-Bereich jetzt von sehr kurzen Untersuchungszeiten, also das geht schon fast in den Sekundenbereich. Ein KV-konformes Knie beispielsweise in 2 Minuten ist heutzutage ja, möglich mit den neuen Verfahren. AirRecon DL ist ein Algorithmus, den haben wir jetzt in der dritten Generation dieses Jahr in den Markt, seit 3 Jahren im Markt. Ist also wirklich eine sehr erfolgreiche Entwicklung gewesen. Ist verfügbar für alle Anatomien, alle Sequenzen. Über 99% der Untersuchungen profitieren davon. Über 14 Millionen Patienten wurden untersucht. Über mehr als 28 wissenschaftliche Publikationen. Das ist inzwischen wirklich in der Routine angekommen und wird genutzt von unseren Kunden, auch unsere Bestandskunden. Über 50% der Bestandssysteme, auch mit älteren MRTs, haben diese Technik nachgerüstet und profitieren von diesen Verbesserungen. Aber das ist jetzt noch nicht das Ende, sondern es gibt noch eine weitere neue Entwicklung und das haben wir ganz neu jetzt in diesem Jahr auf den Markt gebracht, nennt sich Sonic DL und ist eine Deep Learning-basierte Beschleunigungstechnik, um ja, letzten Endes Bewegungen darzustellen, wie hier im Bereich Cardio-Bildgebung. Hier können wir eben mit Sonic DL wesentlich schneller beschleunigen als mit der konventionellen Parallelbildgebung. Das sehen Sie auf der linken Seite. Parallelbildgebung mit Faktor 2 beschleunigt. Hier brauchen Sie 8 Herzschläge pro Schicht, müssen 10 Atemstopps aufnehmen, a 9 Sekunden. Und mit Sonic DL können Sie um Faktor 6, 8 oder 12 bis zu 12 beschleunigen und können dann bis zu einem Herzschlag, brauchen bloß nur einen Herzschlag pro Schicht, 3 Atemstopps a 6 Sekunden, was also eine enorme Beschleunigung darstellt. Wir haben das Verfahren jetzt seit kurzem hier in Köln-Porz installiert. Das sind die ersten Ergebnisse. Oben konventionelle Aufnahme mit konventioneller Parallelbildgebung, unten mit Sonic DL aufgenommen. Und Sie sehen hier sowohl in den langen Achsen als auch in der kurzen Achse eine wesentliche Scanzeitreduktion um 30-55% bei gleichzeitig erhöhter räumlicher Auflösung um 13-38%. Wo wird das Ganze eingesetzt? Immer da, wo es natürlich schwierig ist, also Patienten, die gar keinen Atemstopp ermöglichen, da können wir dann eben eine Untersuchung in freier Atmung in einem Herzschlag, also eine Schicht pro Herzschlag durchführen. Oder wenn eine Arrhythmie vorliegt, ist das Verfahren hervorragend geeignet, hochauflösend Untersuchung und natürlich auch für jede Standarduntersuchung. Damit gebe ich an meinen Kollegen, den Herrn Hahn, für den Bereich CT. Vielen Dank, Claudia. Dank an der Stelle und Herr Hahn, wir sind gespannt. Wie unterstützt KI im klinischen CT-Workflow? Wir bleiben in den nächsten 10 Minuten nah an der Praxis, wie auch schon Frau Dr. Steele angefangen hat. Also alles das, was wir präsentieren, ist bereits in der klinischen Routine angekommen. Auch der CT-Workflow ist eingeteilt im Grunde in 4 Bereiche. Die Terminierung, da nutzen wir die gleichen Tools, wie die Frau Dr. Steele schon vorgestellt haben, hat für die Scan-Vorbereitung nutzen wir eine Technologie, das Intelligent Protocoling, was Sie vor Ort dabei unterstützt, das richtige Protokoll auszuwählen. Das heißt, eine KI lernt vor Ort mit, bei welchen Rissanforderungen welche Protokolle gewählt wurden und schlägt dadurch auf Basis der Rissanforderungen das richtige Protokoll vor. Das führt dazu, dass weniger Fehler passieren. Also für die Radiologen, die auch teleradiologisch Nachtdienste übernehmen, da wird es deutlich unwahrscheinlicher, dass das falsche Protokoll gewählt wurde und sie nochmal nachtelefonieren müssen. Es erhöht einfach die Konsistenz. Die zweite Technologie, die automatische Patientenpositionierung, hat einen entscheidenden Vorteil. Ich habe gesehen, es sind auch ein paar Medizinphysik-Experten im Call. Die automatische Patientenpositionierung führt dazu, dass jeder Patient exakt im ISO-Zentrum positioniert ist.
Denn schon minimale Fehlpositionierungen führen zu signifikanten Dosiserhöhungen. Also 2,5 Zentimeter Fehlpositionierung, was ja wirklich nicht viel ist, führen bereits zu bis zu 50% mehr Dosis. Ich habe Ihnen ein kleines Video mitgebracht. Sie sehen schon auf den ersten Blick unsere aktuelle CT-Plattform. Wir haben zwei Touchscreen-Monitore an der Gantry angebracht, von denen der CT-Scan so weit vorbereitet werden kann, dass vom Bedienraum aus nur noch der Scan-Button gedrückt werden muss. Film ab, wir schauen uns einmal an, wie das aussieht. Als erstes wird die Patientenliste angezeigt und der Patient ausgewählt. In der Patientenliste sehen Sie nicht nur den Namen, sondern auch direkt die Parameter, wie auch das Alter und auch die Untersuchungsanforderungen. Und auf Basis dieser Untersuchungsanforderungen wird automatisch ein Protokoll vorgeschlagen. Natürlich hat da die MTR immer noch das letzte Wort und kann das ändern. In der Regel passt es und es wird einmal bestätigt. Dann fängt die deckenhängende Kamera an zu arbeiten und vermisst den Patienten. Und dabei werden sowohl anatomische Landmarken zum Vorschlag des Scanbereiches ermittelt. Das sehen Sie jetzt hier beispielsweise beim Thorax-CT, wird entsprechend das Jugulum erkannt und von da der Scanbereich geplant. Und jetzt sehen Sie, dass genau die Mitte des Patienten, also das Isozentrum, erkannt wird und dieses wird dann übereingebracht mit dem Isozentrum des CTs. Sie sehen jetzt gleich den Scan oder den Untersuchungsbereichvorschlag auf dem Monitor. Der wird noch einmal bestätigt. Man könnte jetzt auch einfach per Touch größer oder kleiner ziehen, wenn man mit dem KI-Vorschlag nicht zufrieden ist. Aber in mehr als 95% der Fälle passt das. Das wird noch einmal bestätigt und dann fährt der Patient vollautomatisch in die Gantry. In dem Zeitraum können wir bereits den Raum verlassen und müssen dann vom Bedienraum aus nur noch den Scan-Button drücken. Wir drücken den Scan-Button für das Übersichtsbild und sind jetzt sozusagen von der Scan-Vorbereitung in der eigentlichen Scan-Durchführung. Für die Scan-Durchführung wird der Untersuchungsbereich, das heißt die Anatomie, automatisch erkannt und dadurch brauchen Sie nicht mehr manuell planen. Gehst du nochmal eine Folie zurück, bitte, Claudia? Wir hatten noch das Bild davor. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade versteckt war. Ach so, ja. Sorry, Herr. Das habe ich, glaube ich, ausgeblendet. Oder einblenden. Genau. Was haben diese beiden Patienten gemeinsam? Kreativste Antwort war, beide haben ein X- und ein Y-Chromosom. Das ist natürlich nicht direkt relevant für die Durchführung einer CT-Untersuchung, haben auch die gleichen Klamotten an. Vor allen Dingen sind beide gleich groß und gleich schwer und haben damit den gleichen BMI. Und trotzdem, wenn wir jetzt an eine Herzuntersuchung denken, wäre es fatal, bei beiden Patienten die gleichen Scan-Parameter zu nutzen. Gleiches gilt bei der Abdomenuntersuchung. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an, wie unser Gerät dabei unterstützt. Der CT berechnet auf Basis des Übersichtsbild, Scout, Topogramm, wie auch immer, automatisch die Patientengröße. Das heißt, den Durchmesser des Patienten, AP plus Lateral. Und dieser Wert wird zugrunde gelegt, die richtigen Scan-Parameter auszuwählen. Sehen Sie gleich in der Mitte eine Matrix, die alle Scan-Parameter beinhaltet. Es wird also aus diesem Profil entsprechend der Patientengröße, KV ausgewählt, Rotationszeit ausgewählt, der Pitch ausgewählt, der Rauschindex, das heißt, wie viel Rauschen tolerieren wir. Denn bei Patienten, die schon mal adipös sind, wo also grundsätzlich schon eine höhere Dosis erwartet wird, tolerieren wir vielleicht weniger mehr Rauschen als bei den schlanken Patienten, wo wir auch mit wenig Rauschen schon deutlich unter dem Dosisreferenzwert sind. Das heißt, es werden hier alle Scan-Parameter automatisiert ausgewählt. Es gibt ein Protokoll pro Patientengröße und diese ganze Matrix, die Sie da sehen, funktioniert komplett im Hintergrund. Das heißt, das Protokoll zieht sich die Scan-Parameter vollautomatisch. Auf der rechten Seite diesen MA-Bereich, das kennen Sie bereits von allen CTs, mit denen Sie jemals in Berührung waren, wahrscheinlich die aktuell noch installiert sind, nämlich die Röhrenstrommodulation. Was bringt uns das Ganze jetzt? Wir haben individuell für jeden Patienten die richtige Bildqualität und die optimale Dosis. Und das Ganze ohne ein großes Wirrwarr an Protokollen. Kommen wir von der Scan-Durchführung zur Rekonstruktion und Nachverarbeitung.
Da kann man ganz gut anknüpfen an das Thema Deep Learning-Rekonstruktion im Bereich MRT, denn auch da wird im Rohdatenraum ein Deep Learning-Netzwerk eingesetzt, beziehungsweise ein Algorithmus, der mit Deep Learning trainiert wurde, um eben die Bildrekonstruktion durchzuführen. Wir sparen im Bereich CT keine Untersuchungszeit, die Untersuchungen sind sowieso schnell, sondern wir sparen Dosis. Und dieser Algorithmus wurde, dieser GE-Algorithmus True Fidelity, wurde mit zigtausenden Hochdosis-Datensätzen der gefilterten Rückprojektion trainiert. Und dadurch sind Datensätze, die die tatsächliche exakte Wahrheit ohne irgendwelche Manipulationen darstellen, zugrunde gelegt, um den Algorithmus zu trainieren. Das Ganze ist verfügbar sowohl für Single-Energy als auch für Dual-Energy-CTs und bietet wirklich eine hervorragende Detailtreue, Klarheit, Bildtextur. Da, wo die Limits der iterativen und modellbasierten iterativen Rekonstruktion erreicht sind, nämlich wenn man die zu hoch einstellt, dann wird die Bildtextur künstlich artifiziell, sind mit True Fidelity überwunden. Dazu gibt es diverse Studien, es ist seit 2018 validiert und von der FDA approved. Die Detailerkennbarkeit von Läsionen nimmt zu, die insgesamt diagnostische Performance und auch übrigens die Müdigkeit der Radiologen sozusagen nimmt ab, weil die Bilder einfacher und leichter zu diagnostizieren sind. Dazu, und das ist das, was sozusagen die zwangsläufige Konsequenz ist, wenn Rauschen stark reduziert wird, kann man mit der Dosis weiter runtergehen. Und da gibt es je nach Anatomie diverse Studien zu, die das untersucht haben. Zwischen 38% und 96% ist die Dosisreduktion. Und das eben im Vergleich zur iterativen Rekonstruktion, die bisher der Goldstandard war. Also das Thema Nachverarbeitung, da könnte ich jetzt 2 Stunden mitfüllen. Ich möchte nur noch eine letzte Innovation zeigen, und zwar die Spine-Auto-Views. Spine-Auto-Views ermöglichen eine vollautomatisierte Wirbelsäulenrekonstruktion, die auch bei stark verformten Wirbelsäulen, bei Skoliose Anwendung findet. Das heißt, die Wirbelkörper werden automatisch benannt und die MPRs entsprechend der Krümmung der Wirbelsäule laufen auch vollautomatisch durch. Und das Ganze ist eben ohne manuelle Interaktion einsetzbar. Das heißt, es wird als Rekonstruktionsauftrag hinterlegt und diese Rekonstruktion oder rekonstruierten MPRs mit Benennung der Wirbelkörper gehen automatisch ins PACS. Zusammenfassend, KI macht das Leben leichter. KI macht das Leben der Radiologen leichter, macht das Leben der MTR leichter. Und wir freuen uns, Ihnen das Ganze natürlich auch in der Praxis zu demonstrieren. Kommen Sie einfach auf uns zu. Prima, schönen Dank auch an Sie, Herr Hahn, und auch an Ihre Kollegin, Frau Dr. Steele. Ich habe ein paar Fragen, die hebe ich mir aber jetzt auf, weil mein Kollege Julius Achnitz, der hier auch so ein bisschen den Techniküberblick hat, hat mir gesagt, es gab bei dem Vortrag von Herrn Dr. Heimann bereits 2 Handzeichen, die ich übersehen habe. Ich kann Ihnen auch sagen, warum ich die übersehen habe, weil ich bin nicht auf dem neuesten Stand der Technik von GoTo. Ich habe eine alte App und diese alte App, die bietet noch keine Handzeichen. Deswegen entschuldige ich mich mal ich bitte um Entschuldigung bei den beiden Teilnehmern oder Teilnehmerinnen, dass ich ihre Handzeichen unbemerkt gelassen habe und sie nicht zu Wort habe kommen lassen. Ich hatte nämlich nur auf den Chat geachtet und da war keine Frage drin. Sollten diese Fragen noch da sein, bitte ich die beiden Teilnehmenden, einfach mal zu fragen, dann handeln wir das mit dem Dr. Heimann ab und dann kommen wir auf den 2. Vortrag von Frau Dr. Steele und Herrn Hahn. Gibt es die Fragen noch? Ja, ich hätte eine. Und zwar von wem? Stellen Sie sich kurz vor, Herr Kraft. Hallo, mein Name ist Max Kraft. Ich arbeite in einer kleineren Teleradiologie als Projektleiter. Es war ein Chatbot gezeigt auf dem klassisch aktuell modernen Modell, sein sogenanntes LLM. Die Demonstration war auf Englisch und das ist auch so ein relativ großes Problem, weil gerade der englische internationale Markt ist sehr stark. Testdaten sind da in Hülle und Fülle vorhanden und alle großen Player spielen auf dem englischen Markt mit.
Die Frage stellt sich daher, wann können wir da auch Erfolge im Deutschen und in Deutschland sehen? Die Frage richtet sich an Dr. Heilmann, ne? Genau. Okay, Herr Dr. Heilmann, können Sie das beantworten? Ja, sehr gute Frage. Also das Problem ist tatsächlich nicht erstmal bei den Modellen, ja, weil wenn diese Standard-Sprachmodelle jetzt ChatGPT oder so, ja, die funktionieren auf Deutsch fast genauso gut wie auf Englisch, ja. Das Problem sind tatsächlich eher die Daten, ja, dass natürlich auch die speziell die medizinischen Daten, ja, und die Fachbegriffe auf Deutsch natürlich anders sind, ja. Und da gehen wir aber sowieso den Weg, dass wir sagen, solche Systeme für die Medizin, da sehen wir jetzt nicht, dass wir so vortrainierte Modelle wie jetzt ChatGPT oder so dafür nutzen, sondern das sind in der Tat Modelle, die wir selber trainieren, ja, also auf unseren eigenen Datensammlungen, auch die Sprachmodelle. Und der kritische Punkt ist tatsächlich, dafür dann auch die notwendige Menge von Daten zusammenzubekommen. Gerade im deutschsprachigen Raum sehen wir, dass es halt deutlich schwieriger ist, hier Daten zu bekommen, ja, als in den USA. Ja. Und die GDPR, die Europäische Datenschutzverordnung, ist da halt ein Aspekt bei der Sache. Ja. Und um halt diese Information auch nutzen zu können, wie ich das am Ende auch angedeutet hatte, ja, über den European Health Data Space und sowas, da muss man natürlich erstmal dieses Problem lösen, wie können wir denn ein System schaffen, ja, in dem es auch möglich ist, ja, auch rechtlich möglich ist, solche Daten überhaupt zu nutzen, ja, für die Forschung und auch für die Entwicklung letztendlich von neuen Lösungen. Ja, eine wichtige Aufgabe der Europäischen Union zweifellos. Ich hoffe, Ihre Frage ist damit hinreichend beantwortet. Der andere Fragesteller, die andere Fragestellerin, ist das noch virulent? Scheint im Augenblick nicht der Fall zu sein. Dann Nein, danke, Dankeschön. das hat sich erledigt. Ja, prima. Dann wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen an Frau Dr. Steele und an David Hahn. Gibt es da aus dem Publikum Fragen? Haben wir im Augenblick keine. Dann lassen Sie mich ganz kurz mal zwei Themen ansprechen, die mir aufgefallen sind. Einmal, Sie haben auch darauf hingewiesen, dass durch technische Innovationen, auch unterstützt oder vielleicht gerade verursacht durch KI-Entwicklungen und Möglichkeiten, die Qualität der Bilder immer besser wurde. Die Dosis, die Patienten abbekommen, deutlich reduziert werden kann. Und wir haben auch aus medizinischen Gründen erforderlich, je nach Patient, die Notwendigkeit gesehen, dass Bilder auch sich bewegen. Also Stichwort Bewegtbild. Wie schnell oder welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht, Frau Dr. Steele oder Herr Hahn, hier noch, dass die Bilder noch besser werden? Ich Klammer auf, sage mal als Patient, wenn ich mal geröntgt oder im CT oder im MRT war immer fasziniert über die Kompetenz von Radiologie-Expertinnen und Experten, dass die auf diesen Dingern überhaupt was gesehen haben. Ich habe da nämlich meistens nur irgendwas Graues, Schwarzes oder Weißes gesehen, aber habe nie erkannt, ob da irgendwo ein Defizit ist. Nun gut, die haben auch alle studiert. Aber trotzdem fand ich es bemerkenswert und die Verbesserung der Qualität finde ich schon erstaunlich. Was geht da noch? Und das Zweite ist, welche Rolle, außer jetzt die von Ihnen beschriebene, hätte bei solchen radiologischen Befundungen Bewegtbild? Gut, da würde ich vielleicht mal anfangen. Also in der MRT ist ja wirklich die größte Barriere eben die langen Untersuchungszeiten. Das ist ein bisschen anders als bei CT. Da geht es um Dosiseinsparung. Und da haben wir schon ein
enormen Fortschritt in den letzten 3 Jahren vollzogen mit diesen Deep Learning Rekonstruktionsalgorithmen. Also eigentlich eine Revolution fast, wie ich sagen. Ich bin seit 30 Jahren im Bereich MRT tätig und habe selten so eine Entwicklung erlebt, die so wirkungsvoll war, auch so von den Kunden also durchweg angenommen wurde, weil sie eigentlich gerade das trifft, was unser deutscher Markt hier fordert, nämlich schnelle Untersuchungszeiten bei hoher Qualität. Wir sind ja ein Land, was einen sehr hohen Qualitätsanspruch hat. Und deswegen in der Vergangenheit musste man doch schon mal so die ein oder anderen Abstriche machen. Und jetzt kann man eben beides haben. Und in diesem Bereich, muss ich sagen, sind wir auch sehr weit gekommen schon in den letzten 3 Jahren mit diesem Algorithmen. Wie gesagt, der ist ja heute verfügbar für praktisch fast alle Untersuchungen. Also 99% der Untersuchungen profitieren von diesem Algorithmus. Wir sind kompatibel mit dem gesamten Sequenzspektrum. Wir haben angefangen mit 2D, mit Diffusion, jetzt inzwischen auch mit Propeller-Sequenzen, also mit Blade oder Propeller, mit Bewegungskorrektur, mit Dixon-Sequenzen, mit 3D-Sequenzen. Also da sind wir eigentlich schon haben wir eigentlich schon alles erreicht. Ja, da ist dann eher so die Frage, die Frage Scan-Vorbereitung, Positionierung des Patienten. Das nimmt ja dann immer den größeren Anteil. Das profitiert ja von diesem Algorithmus leider nicht, ne? Wo man jetzt wieder vielleicht mehr ein Augenmerk drauflegen muss. Das zweite Thema, Darstellung von Bewegung. Das ist ja die nächste Innovation gewesen, die ich gezeigt habe, die auch ganz neu ist. Herzbildgebung ist natürlich im Vergleich zu CT immer noch, hat immer noch ein paar Nachteile auch, aber auch Vorteile. Und da haben wir auch schon jetzt einen Riesenschritt gemacht, im Prinzip jetzt für die Herzbildgebung, ist aber sicher auch denkbar, dass das natürlich auch dann für andere Bewegungen sozusagen benutzt wird. Da stehen wir noch am Anfang und das ist sicher noch ein weites Gebiet und eine große Entwicklung zu erwarten. Ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass im Gelenkbereich, wo Menschen geschädigt sind, eine Bewegungsmöglichkeit oder eine Nachvollziehung der Bewegung durch den Diagnostiker eine Rolle spielt. Ich habe das selber erlebt. Ich hatte einen Verkehrsunfall, meine Halswirbelsäule war geschädigt. Ich wurde nach Hause geschickt, weil man keinen Bruch festgestellt hat und beim zweiten anderen Bild aus einer anderen Perspektive hat man plötzlich gesehen, dass die wichtigsten beiden Bänder gerissen waren und ich wurde sofort notoperiert. Also wenn man da eine Bewegungsmöglichkeit im einfachen Sinne, nicht, dass ich den Kopf jetzt komplett drehe, gehabt hätte, hätte man wahrscheinlich sehr schnell gemerkt, dass da an der Halswirbelsäule was nicht in Ordnung ist. Also ich hätte von so einer Innovation zweifellos profitiert. Also das ist schon ein großes Gebiet. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das ist noch ein großes Spielfeld. Gibt es weitere Fragen an unsere beiden Referierenden? Das ist im Augenblick nicht der Fall. Dann kommen wir zu unserem nächsten Vortrag mit Michael Glaser, dem Produktmanager Healthcare IT und Manager Sales Support CT von Canon Medical. Haben wir jetzt einen Referenten unter uns, der schon einmal bei Zukunft Teleradiologie mit Innovation seines Unternehmens dabei war. Aber heute geht es bei ihm auch um Einsatzbereiche der KI in der Computertomographie und MRT, aber ebenso um Bildnachverarbeitung zur Befundunterstützung sowie die Anwendung von Ultraschall und Triage. Letzteres ist bei Canon Medical noch in der Entwicklung. Ja, Herr Glaser, bitteschön. Noch hören wir Sie nicht. Ich hoffe, jetzt geht es. Los geht's. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt gut und sehen ebenfalls gut. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und für die erneute Einladung, um hier dabei zu sein und letztendlich halt hier so ein paar Neuigkeiten eventuell halt nochmal an den Mann zu bringen. Und zwar schließe ich mich eigentlich den Präsentationen meiner Vorredner halt so ein bisschen an und versuche das Ganze halt so ein bisschen aus der Sicht von Canon nochmal halt darzustellen und möchte Ihnen einfach nochmal nahelegen, zwar das Scannen der Zukunft und wie uns unsere Deep Learning Algorithmen und Funktionalitäten vor, während und nach dem Scan unterstützen können.
Und zwar, wenn wir über Intelligenz sprechen, können wir das ja ganz schnell googeln und kommen dann halt ganz schnell zu der Antwort, dass Intelligenz letztendlich die Fähigkeit ist, abstrakt und vernünftig zu denken. Und wenn wir dann halt noch auf die künstliche Intelligenz eingehen, dann sagt uns Google, dass sich die künstliche Intelligenz überwiegend mit Automatisierung intelligenten Verhaltens befasst. Und deswegen würde ich mich gerne auch meinem Vorredner anschließen, dass die Ärzte letztendlich nicht um ihre Arbeitsplätze auch in Zukunft bangen müssen, denn die künstliche Intelligenz soll ja am Ende des Tages die Ärzte nicht ersetzen, sondern diese natürlich halt in der Arbeitsweise unterstützen. Und deswegen gehen wir natürlich halt auch davon aus, dass sich einfach nur das Tätigkeitsfeld der Ärzte in Zukunft halt so ein bisschen ändert, vom Workflow her. Mit welchen Herausforderungen wir im alltäglichen Leben zu kämpfen haben oder die Kliniken selber natürlich, die sind halt bekannt, sprich die größte Knappheit ist natürlich der Fachkräftemangel. Ob das jetzt auf der MTR-Seite ist oder ob das auf ärztlicher Seite ist, da haben wir alle natürlich halt so einen kleinen Notstand und versuchen das irgendwie zu kompensieren. Und im Gegenzug erhalten wir zum Beispiel mit den neuesten Geräten oder mit neuen Geräten immer mehr Möglichkeiten, Bilder, Informationen zu verarbeiten beziehungsweise Informationen aus den Bildern herauszuziehen. Die Informationsflut an Bildern, die steigt immens mit den Jahren. Das merken die Radiologen und Kliniker natürlich halt selber. Und dann geht es halt darum, diese Informationen irgendwie komprimiert zu verarbeiten und dem Radiologen zur Verfügung zu stellen, damit dieser natürlich halt in seinem, ich sag mal, 24-Stunden-Job mit den Informationen halt klarkommt, um das Ganze halt zu bearbeiten. Und daher fangen wir jetzt zum Beispiel an, und zwar am Scanner selber, jetzt halt im Computertomographen, und zwar den Anwender darin zu unterstützen im Workflow letztendlich. Und dabei helfen uns kamerabasierte Systeme, sprich in dem CT selber sind zum Beispiel jetzt Kamerasysteme verbaut, die anhand anatomischer Marker letztendlich darauf trainiert wurden, den Patienten zu erkennen. Und das Einzige, was der oder die MTR zu tätigen hat, ist, wie man zum Beispiel hier unten auf dem unteren Bild erkennen kann, dem System zu sagen, welche Region gescannt werden soll. Ja? Das wird dann halt einfach nur per Knopfdruck bestätigt und das CT selbst erkennt den Patienten, fährt den Patienten automatisch ins ISO-Zentrum und positioniert ihn automatisch auf die Scan-Startposition, so dass die oder der MTR jetzt halt hier nichts mehr zu tätigen braucht. Das Ganze passiert natürlich dann halt nicht nur in der Höhenverstellung letztendlich, wenn man das Ganze so sehen möchte. Denn viele Patienten liegen zum Beispiel auch ein bisschen lateral verlagert auf dem Patiententisch. Und dank der lateralen Tischverschiebung erkennt das System das natürlich halt auch und kann den Patienten sowohl in der Höhe als auch rechts und links perfekt ins ISO-Zentrum legen, ohne dass die MTR da halt nochmal korrigieren muss. Wenn der Patient gelagert ist, löst die MTR den Scan aus und hier haben wir jetzt eine Neuerung bei Canon und zwar sind wir von dem klassischen AP und lateralen Skenogramm jetzt weg und zwar erstellen wir hier bereits eine Low-Dose-Spirale, die von der Dosis her einem AP und lateralen Skenogramm gleichkommt. Das heißt, hier haben wir keine vermehrte Dosis. Und der Vorteil dieser Technik ist letztendlich, dass die intelligente Software jetzt anhand der definierten Scanregion automatisch anatomische Landmarker erkennt und die Untersuchung komplett automatisch plant. Das heißt, sie bestimmt,
Wo die Startposition ist, sie bestimmt exakt, wo die Endposition ist, weil wir hier einfach durch diesen Spiralscan im Vorfeld sehr viel mehr detaillierte Informationen haben, als wenn wir jetzt halt nur von AP oder lateral auf das Skenogramm draufdrücken. Anschließend wird das Ganze dann natürlich automatisch an diverse Systeme versandt beziehungsweise auch prozessiert. Und von der Planung kommen wir direkt zur Bildgenerierung und da möchte ich auf ACE eingehen, denn ACE ist der Deep Learning Rekonstruktionsalgorithmus bei Canon. Und zwar wurde dieser schon 2019 ins Feld gebracht, sprich ACE ist ein Deep Learning Rekonstruktionsalgorithmus basierend auf einem neuronalen Netzwerk. Und die Aufgabe dieses Algorithmus ist letztendlich, die Rauschanteile aus den Bildern zu erkennen und herauszurechnen. Dazu wurden tausende von Untersuchungsdaten in das System eingespeist, sodass das System mit der Zeit lernen konnte, was sind reelle Bilddaten, was gehört zum Patienten und was ist der Rauschanteil an den Bildern. Und nachdem das System das gelernt hat bzw. trainiert wurde, wurde dieser fertige Algorithmus bzw. wird der fertige Algorithmus in die CTs eingespeist, sodass das System quasi autark mit den Untersuchungen läuft, sodass mittlerweile schon seit längerer Zeit die CTs, die ausgeliefert werden, eigentlich nur noch mit diesem Algorithmus rekonstruiert werden oder mitgekauft werden, weil das hier ein immenser Qualitätssprung einfach gewesen ist. Und diesen Qualitätssprung möchte ich Ihnen einmal hier kurz mit diesen zwei Beispielen beziehungsweise mit einem Beispiel visualisieren. Und zwar sehen wir jetzt halt hier eine axiale Schichtaufnahme vom Bauch, sprich von der Leberregion. Und auf der linken Seite sehen Sie die Schichtaufnahme, welche mit einer 0,5 mm Schicht dargestellt ist, vom Abdomen. Diese wurde rekonstruiert mit einem vorhergehenden Hybrid-Algorithmus mit ADA 3D. Und exakt diese Aufnahme wurde dann anschließend nochmal nachrekonstruiert mit ACE. Und ich hoffe, dass Sie mir hier direkt auch zustimmen können, dass der Qualitätsgewinn hier bei dem exakt gleichen Bild einfach immens ist und dass hier Strukturen einfach besser dargestellt werden. Als nächstes ist Canon einen Schritt weiter gegangen. Und zwar hat Canon den neuronalen Netzwerkalgorithmus weiter ausgebaut. Und zwar hat uns das ermöglicht, im CT-Bereich schon mal die Basis, weil wir ein CT entwickelt haben, der ultra hochauflösende Schichten scannt. Das heißt, auf der physikalischen Seite arbeiten ja normale CT-Scanner mit so einer Schichtauflösung von 0,5 bis 0,6 mm. Und Canon hat ein CT gebaut, was mit 0,25 mm Schichten ultra hoch aufgelöst arbeitet. Und diese Informationen, die wir aus diesen hoch aufgelösten Schichten gewinnen, die fließen mit in den Algorithmus ein und sorgen dafür, dass dieser Algorithmus jetzt auch auf die 0,5 mm Schichten projiziert werden kann, so dass wir hier einen nochmaligen Sprung erleben in der Informationsdarstellung des neuronalen Netzwerks, so dass wir hier zum Beispiel an diesem Bildbeispiel die Bilder nochmal knackiger gestalten können, beziehungsweise hier die Informationen halt nochmal etwas besser visuell dargestellt werden. Und vor allem kommt es natürlich auf kleine Strukturen an. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier diese Darstellung der Koronararterie uns halt angucken, dann sehen wir auf dem ganz linken Bild, dass die Bildqualität mit dem bisherigen Algorithmus recht gut aussieht.
Aber wenn man das halt im direkten Vergleich macht und dann zum Beispiel sein Augenmerk auf kleine Kalzifizierungen legt, dann sieht man zum Beispiel, dass halt hier auf dem zweiten Bild, im oberen Bildrand, die Kalzifizierung des Gefäßes sehr viel deutlicher hervorkommt, wie zum Beispiel auf dem linken Bild. Sodass hier einfach strukturelle Veränderungen dem Radiologen oder den Anwendern einfach eher sichtbar werden und damit letztendlich dann halt der Befund halt ein bisschen in einer besseren Qualität am Ende endet. Und genauso natürlich hat das einen Einfluss auf die Strukturen beziehungsweise Dichtestrukturen, wenn wir uns jetzt hier auf dem dritten Bild den Stent in diesem Koronargefäß halt angucken, dann ist, ich sage mal, das bisherige konventionelle Bild oder die Darstellung bietet schon eine recht hohe Auflösung, aber mit dem Peak-Algorithmus können wir plötzlich die richtig kleinen, feinen Strukturen in den Stents erkennen. Und da sieht man letztendlich halt, was für eine Power nochmal hinter diesem Peak-Algorithmus steckt. Und vor allem, wenn wir zum Beispiel auch wieder auf die Kalzifizierungen kommen, dann sehen wir hier im oberen Bereich eine kleine Kalzifizierung im Gefäß, die eventuell auf dem parallelen Bild nicht auf den ersten Blick hätte auffallen können. Und das ist natürlich halt der nochmalige Vorteil und nächste Schritt von dem Peak-Algorithmus, wenn wir das halt im Vergleich zu ACE sehen. Sprich, die Information des oder die Weiterentwicklung des neuronalen Netzwerks hat hier nochmal halt stattgefunden, sodass wir hier von einer noch brillanteren Bildqualität sprechen können. Um das Ganze jetzt nochmal aufs MRT zu bringen, auch im MRT-Bereich arbeiten wir in ähnlicher Art und Weise. Hier sind die Kamerasysteme nicht direkt im System verbaut, sondern die werden halt zusätzlich geliefert, wie das bei anderen Herstellern auch üblich ist. Das heißt, diese werden an die Decke angebracht. Aber auch dieses Kamerasystem erkennt automatisch den Patienten, die Lagerung des Patienten. Und anhand einer definierten Studie wird natürlich halt dieser Patient automatisch im ISO-Zentrum positioniert. Hier ist es dann letztendlich halt das Scan-ISO-Zentrum, sodass wir hier direkt mit der Untersuchung oder der Studie starten können. Sobald dann eine Übersicht gelaufen ist, gibt es auch hier automatische Workflow-Assistenten, der Auto-Scan-Assist. Und dieses System erkennt anhand anatomischer Marker, sprich, da läuft dann halt ein Deep Learning-Algorithmus dahinter, der patientenspezifisch einfach erkennt, wie die anatomischen Strukturen geschaffen sind. Und anhand dieser anatomischer Strukturen plant das System die entsprechende Untersuchung. Das heißt, wenn wir jetzt halt hier im oberen Bildrand uns bewegen bei zum Beispiel einer Ganzwirbelsäulendarstellung, dann wird automatisch der Scan so geplant, dass zum Beispiel die Bandscheiben in ihrer axialen Ausrichtung automatisch angepasst werden, sodass die MTRs hier keine zusätzliche Arbeit mehr haben. Das Ganze wird natürlich auch in anderen anatomischen Bereichen durchgeführt. Ob wir jetzt halt die Leber planen, beziehungsweise eine Prostata-Untersuchung haben. Im Bereich vom Kopf her werden natürlich die Patienten, je nachdem wie sie liegen, die Köpfe liegen halt manchmal schief im Bild und dementsprechend passt das System das natürlich halt an. Eine große Herausforderung sind dann halt die Kardiountersuchungen, weil hier tatsächlich die Expertise der MTRs hin und wieder schwankt, so dass es natürlich vom System her eine riesige Unterstützung ist, die MTRs bei der Planung zu unterstützen, und zwar wie man die eigentlichen Schichten plant, denn das kann natürlich halt hin und wieder einfach ein bisschen tricky werden. Und ganz zuletzt natürlich halt die Untersuchungen von Gelenken zum Beispiel. Und hier kommt es dann halt in spezieller Hinsicht darauf an, wie man natürlich halt die Sequenzen halt kippt, damit man halt
auf seine richtige Information kommt, beziehungsweise hier möchte man in speziellen Regionen halt zum Beispiel den Verlauf von Bändern exakt sehen und darstellen, ohne dann halt durch das Bild zu scrollen. Und da hilft das System dann in der Planung. Auch im MRT-Bereich greifen wir auf unsere ACE Deep Learning Rekonstruktion zurück. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel so ein T2-Bild angucken, was, ich sag mal, einer Standarduntersuchung gleichkommt und hier mit gewissen Rauschanteilen letztendlich arbeiten müssen, damit die Untersuchungen einer adäquaten Zeit halt durchgeführt werden können, wir dann zusätzlich den ACE-Algorithmus drüber laufen lassen, dann stimmen Sie mir hoffentlich zu, dass auf der rechten Seite das Bild mit dem ACE-Algorithmus sehr viel mehr Informationen liefert und sehr viel weniger Rauschen in gleicher Zeit. Das heißt, hier haben wir natürlich eine brillante Differenzierung zwischen weißer und grauer Hirnsubstanz. Und auch die kleinen Strukturen inmitten des Kopfes kommen natürlich halt zum Vorschein, die eventuell im vorhergehenden Scan einfach durch den Rauschanteil verloren gegangen wären. Und auch hier im MRT-Bereich profitieren wir von unserer Peak Ultra High Resolution Deep Learning Rekonstruktion. Wenn wir uns jetzt diese Aufnahmen hier einmal angucken, und zwar auf der linken Seite zum Beispiel ein Scan mit einer Rekonstruktionsmatrix von 312 beziehungsweise einer Schichtdicke von 0,7 mm und das Ganze im Vergleich uns angucken mit dem Peak-Algorithmus. Das heißt, hier gewinnen wir sehr viel mehr Informationen, sehr viel weniger Rauschanteile und die Auflösung steigt natürlich halt immens dabei. Zum Schluss, wenn der Scan vollzogen ist, kommen wir letztendlich natürlich zur Rekonstruktion bzw. zu der Nachverarbeitung von Bildern. Und hier greifen wir auf unsere Automation-Plattform zurück, was eine absolute Null-Klick-Lösung ist. Das heißt, der Anwender macht hier keinen einzigen Klick. Denn die Bilder werden automatisch von den jeweiligen Systemen zur Automation-Plattform geschickt und hier wird das Ganze halt prozessiert. Und zwar verwendet die Automation-Plattform Deep Learning-Algorithmen zur Erkennung anatomischer Strukturen. Und das dient natürlich hervorragend dazu, um Anomalitäten festzustellen. Das heißt, wenn wir uns den Workflow betrachten, dann werden die Bilder automatisch vom Scanner zur Automation-Plattform geschickt. Die kommen dort an, die werden automatisch kategorisiert. Das heißt, das System guckt, ist es ein Kopf, ist es ein Bauch, ist es eine Lunge, wird entsprechend eingeteilt. Das heißt, eine entsprechende Applikation wird automatisch gestartet und anschließend wird ein Report erstellt, der dann sofort ins PACS wandert, der natürlich halt auf dem Viewer dargestellt werden kann, als auch parallel kann ein E-Mail-Alarm ausgelöst werden, je nach Wunsch, wo der Anwender dann zum Beispiel über Abweichungen oder Anomalitäten informiert wird, um ja eine genauere Triage nochmal halt vorzunehmen. Und das System. Herr Glaser, ich melde mich jetzt mal ganz kurz. Sie kommen bitte zum Schluss. Ich bin soweit schon fertig. Nur noch quasi halt der Hinweis, dass das System halt immer weiter ausgebaut wird. Also aktuell im CT- und MR-Stroke-Bereich als auch in der Chest Pain Unit. Das heißt, automatische Blutungen werden erkannt, Gefäßverschlüsse, Perfusion rekonstruiert. Lungenembolien erkannt und Aortendissektionen und das Ganze ohne jegliches hinzutun. Und damit wäre ich dann mit meinem Vortrag auch schon fertig. Ja, danke schön an Sie, Herr Glaser. Gibt es Fragen? Ich habe keinen Hinweis auf ein Handzeichen gesehen.
Im Augenblick nicht. Meine Fragen hebe ich mir für die Schlussrunde auf, denn jetzt möchte ich gerne zu dem Frank Bartzen kommen, der sich auch mit dem Thema beschäftigt. Wie entstehen Bilder? Das war ja schon immer das Thema der deutschen Traditionsfirma Aqua. Und seit langem, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, ist Aqua international unterwegs und hat mit Aqua Healthcare Germany eine durchaus veritable Diagnostiksparte im Bereich Gesundheit aufgebaut. Deren Head of Marketing and Pre-Sales ist Frank Bartzen. Und er erzählt uns jetzt, wie seine IT-Technologie auch Radiologietechnologinnen und Befundern und Befunderinnen mit weniger Erfahrung direkt am Point of Care hilft und wieso es gut ist, wenn schnell die Spreu vom Weizen getrennt werden kann. Lieber Herr Bartzen, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, Herr Franke. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, ich weiche ein bisschen von meinen Vorrednern dahingehend ab, da ich mich nicht mit Schnittbildverfahren auseinandersetze, sondern wie der Vortrag hier überschrieben ist, die intelligente Assistenz beim Röntgen betrifft. Das klassische Röntgen macht ja eben noch einen sehr großen Anteil aller erzeugten Bilder in der Radiologie aus. Und hier haben wir, als wir den Einstieg in die KI bzw. die intelligenten Assistenzsysteme vorgenommen haben, zunächst mal die Unterscheidung getroffen, dass wir einmal sagen, wie können wir mit der KI und ähnlichen Systemen, Deep Learning Algorithmen etc. dafür sorgen, dass wir Bildqualität grundsätzlich erstmal verbessern. Auch hier kommt wieder das Stichwort des Fachkräftemangels zum Tragen. Das heißt, wir beobachten eben nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamteuropa oder eben selbst darüber hinaus, dass immer weniger qualifizierte Ressourcen im Sinne von gut ausgebildeten MTRAs oder Radiologietechnologen, wie es heute heißt, zur Verfügung stehen und dass eigentlich die gängige Praxis ist, dass diese nicht verfügbaren Fachkräfte ersetzt werden oder aufgefüllt werden mit beispielsweise Krankenschwestern oder Arzthelferinnen, die einen entsprechenden Kurs im Röntgen bekommen, die aber natürlich nicht gleichgesetzt werden können mit ihrem Erfahrungsreichtum, wie es eine entsprechend langjährig ausgebildete MTRA-Kraft kann. Hier sehen wir eben ein ungenutztes Potenzial zur Verbesserung bei der Patientenversorgung, Dosiskonsistenz, eben auch das Reduzieren von Fehlern bei der Positionierung, bei der Untersuchungsvorbereitung, ähnlich wie das auch die Vorredner schon dargestellt haben. Und natürlich summa summarum eine Erhöhung der Effizienz bei den Arbeitsabläufen, beziehungsweise auch bei geringeren Trainingsaufwänden, da das System eben die Anwender durch die Untersuchung geleitet. In einem zweiten Schritt, wenn wir dafür gesorgt haben, dass die Bildqualität gut ist, können wir dann die entsprechenden Bildergebnisse analysieren und dann eben im Sinne der diagnostischen KI Hinweise auf entsprechende kritische Befunde geben. Das eine heißt bei uns eben SmartXR, das ist eben der Bereich, der eben durch die Untersuchung geleitet. ScanXR ist dann die spätere Bildauswertung. Ich möchte Sie zunächst einmal ein bisschen durch diese unterstützenden Assistenzsysteme führen, die wir anbieten, um die Qualität der Untersuchungen zunächst mal zu verbessern. Und da sind eben teilweise triviale Fehler, dass zum Beispiel beim Positionieren der DR-Detektor nicht korrekt ausgerichtet wird. Das heißt, man hat ihn um 180 Grad gedreht, um 90 Grad gedreht. Die einfache Lösung hier ist einfach, dass wir die Workstation dahingehend angelernt haben, 16 Körperregionen automatisch zu erkennen und das diagnostische Bild in die korrekte Position zur Befundung zu drehen. Das heißt also hier so das typische Beispiel, dass wir eine Bettuntersuchung oder eben auf einem solchen Stretcher eine Untersuchung haben oder eben Beispiel auch der Intensivstation. Das Bild kommt um 90, 180 Grad gedreht, was auch immer, in die Workstation rein, wird aber automatisch ohne einen Klick automatisch gedreht. Hier haben eben Untersuchungen, Studien bereits gezeigt, dass wir hier gerade im Bereich der Intensivstationen ganz leicht auf eine Summierung von 20 Stunden pro Jahr kommen, einfach nur durch das Klicken, Klicken und nochmal Klicken zum Drehen von Bildern aufwenden. Das heißt also, kleines Element, wir werden gleich noch wesentlich deutlichere sehen, aber kleiner Fehler, große Ursache, dass man große Wirkung, dass man hier eben deutlich einsparen kann. Der zweite Punkt ist die Ausrichtung hinsichtlich der Aufnahmegeometrie oder eben auch der lotrechten Ausrichtung des Zentralstahls auf den Detektor. Hier haben wir eben ergänzt eine Anzeige visueller Art, dass man die Röhrenausrichtung sofort erkennen kann. Man sieht eben hier die Winkelungen beziehungsweise hier eben entsprechende grafische Symbole, die dann, wenn ich mit der Ausrichtung
richtig lotrecht auf dem Detektor stehe, automatisch grün werden, sodass man das mit einer einfachen grafischen Anzeige gelöst hat, sodass auch hier eben zum Beispiel Artefakte, Rasterartefakte, wenn man noch mit Hardware-Rastern arbeitet, unterbunden werden können, beziehungsweise eben auch ansonsten die Aufnahmegeometrie möglichst konsistent immer wieder ausgerichtet wird. Das nächste ist dann das Einführen der Kamerasysteme. Auch das haben wir jetzt schon bei den Vorrednern einige Male im Bereich der CT-MR-Untersuchungen beispielsweise gesehen. Das ist im Moment jetzt noch nicht besonders intelligent, dass man eine Kamera einbaut, wie man hier sehen kann, dass man aus dem Kontrollraum eben den Patienten noch beobachten kann. Aber hier haben wir ähnlich, wie ich das eben bei dem Vorredner, bei dem Herrn Dr. Baumann gesehen habe, bei Siemens, haben auch wir eine 3D-Kamera eingebaut, die eben noch weitere Funktionen ermöglicht. Zusätzlich haben wir eben eine Geschichte eingerichtet, die sich da Smart Patient View nennt. Das heißt also, man sieht jetzt nicht nur bei der Aufnahme den Patienten, sondern wir haben die Möglichkeit, eben hier anzuwählen über ein Kamerasymbol ein wirkliches Lichtbild oder Visual Light, wie es im DICOM-Jargon heißt, der Region of Interest bei der Exposition aufzunehmen und dies eben dem DICOM-Datensatz beizufügen, was dem Radiologen später bei der Befundung Rückfragen erspart, zum Beispiel bei Verdacht auf Fremdkörper, bei Anzeichen für einen Kindesmissbrauch, Überprüfen der Patientenpositionierung, wenn zum Beispiel erschwerte Bedingungen da waren, der Patient nicht optimal gelagert werden konnte, oder eben Zusatzinformationen zur Beurteilung von Haut und Wunden, beispielsweise bei einem verunfallten Patienten bei Schwellungen. Das nächste Element ist Smart Positioning, das heißt zum Beispiel Wiederholungsaufnahmen, die angefertigt werden mussten aufgrund von falscher Kollimation oder falsch gewählter Messkammer, falscher Vergrößerung, zum Beispiel bei den Intensivaufnahmen. Auch hier gibt es dann eben Hinweise auf dem Röhrendisplay des jeweiligen Systems. Hier haben wir mal das Beispiel eines Raumsystems, das DR600, wo wir eben sehen, wir haben hier eine laterale Thoraxaufnahme, die eingestellt ist. Wir sehen hier gelb, das ist die kollimierte Fläche, die hier eben auf das Patientenbild projiziert wird. Dasselbe Bild haben Sie natürlich auch im Kontrollraum auf Ihrer Workstation. Das grüne Symbol, was Sie hier sehen mit diesem Haken, ist einfach die Lage der angewählten Messkammer. Und grün bedeutet, sie ist richtig positioniert und Sie haben nicht das Risiko eines Direktstrahls auf eine Messkammer, was natürlich unweigerlich zu einer Fehlaufnahme führen würde. Wenn wir das Ganze mal an einem Rechenbeispiel für ein eher kleines Krankenhaus tatsächlich oder mittleres Krankenhaus sehen würden, das an 365 Tagen im Jahr geöffnet hat, täglich ca. 50 Patienten in diesem Untersuchungsraum untersucht. Wir haben diese Studie zugrunde gelegt, die aussagt, dass 18% aller Röntgenaufnahmen wiederholt werden müssen, was wiederum in 68% der Fälle von diesen 18% an einer falschen oder ungenauen Positionierung liegt, dann kommen wir insgesamt auf eine Summe von 2233 Wiederholungsaufnahmen, die dort angefertigt werden müssen. Wenn wir dann annehmen, dass eine dieser Wiederholungsaufnahmen etwa 3 Minuten dauert, entspricht das einer Zeitersparnis von 111 Stunden. Dieses ganze Beispiel können Sie natürlich ganz leicht mit Ihren Zahlen auf Ihr Institut übertragen, indem Sie dann die Zahlen entsprechend anpassen. Aber eben auch sehr deutlich hier, welche Einsparpotenziale bei solch einfachen Dingen möglich sind. Last but not least haben wir noch das Thema Smart Dose. Und auch das kam eben schon mal, dass die Patientendicke, eben wenn wir eine 3D-Kamera einsetzen, nutzen können, um eben hier die Patientenkonstitution entsprechend herzuleiten. Das sieht bei uns eben so aus. Sie kennen eben die klassischen Anwahlfelder für eben den dickeren, dünneren Patienten. Auch hier ist es so, wir haben es ja eben überschrieben mit Assistenzsystem. Es ist niemals so, dass das System von selbst agiert, sondern es gibt dem Anwender immer nur Hinweise, eben in Form dieser gestrichelten Linie. Das heißt, das System erkennt, der Patient ist etwas dicker als der normaltypische Patient und würde vorschlagen, eben eine Belichtungsstufe hier raufzugehen. Der Anwender kann das annehmen, muss es aber nicht. Das heißt, der Anwender bleibt immer derjenige, der die Gewalt über das System hat und eben sagt, was wird angewendet und was nicht. Auch hier wieder das entsprechende Beispiel, aber hier sind es dann eben nur noch 15%, die aus diesen 18% der wiederholten Aufnahmen, was dann zu 492 Wiederholaufnahmen führen würde oder eben umgerechnet 24 Stunden pro Jahr. Erfahrungen, die wir haben von Kunden, die dieses bereits anwenden, da SmartXR eben schon im Jahr 2020 von uns eingeführt wurde, ist zum einen Professor De May von der Universitätsklinik in Brüssel,
der eben genau dieses Problem auch eben aufgreift und sagt, wir haben immer weniger erfahrene Anwender beziehungsweise eben die angelernten Kräfte, so dass man hier eben dadurch, dass das eben der Anwender durch die Untersuchung durchgeleitet wird, sich hervorragend trotzdem, trotz des geringeren Erfahrungsreichtums der Anwender, eine hohe Bildkonsistenz bei gleichzeitig minimaler Strahlendosis erreichen lässt. Ähnlich auch die Rückmeldung von Professor Lehnert aus der RNS-Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden, beziehungsweise er ist auch in anderen Standorten dieser Gemeinschaftspraxis tätig. Auch hier die klare Rückmeldung, dadurch, dass wir eben die Belichtungsvorschläge Patienten individuell unterbreiten, ist das eben auch etwas, was zu einer deutlich konsistenteren Bildqualität bei geringerer Dosis führt und das eben dann in Summe sowohl dem Anwender als auch dem Radiologen später bei der Befundung deutlich Zeit spart. Kommen wir aber nun zum zweiten großen Bereich, das heißt der Bildinterpretation, das was bei uns ScanXR heißt. Und die erste Lösung unter dieser Überschrift ScanXR ist das sogenannte Critical Scan. Man kann am Bild hier erkennen, hier geht es unter anderem um den Bereich der Intensivstation, dass man hier eben unmittelbar nach Anfertigung einer Röntgenaufnahme eine Rückmeldung erhält. Das Problem ist eben das Problem verzögerter Befunde, was wir hier adressieren wollen. Wir sehen auch hier wieder den Fachkräftemangel, fehlende Radiologen oder unbesetzte Radiologenstellen, Verzögerungen bei der Befundung, daraus resultieren dann verzögerte Diagnosen bei den Klinikern und in Summe eine schlechte Patientenversorgung. Ein, ja, wie soll ich sagen, dramatisches Beispiel ist sicherlich hier Großbritannien. Und hier haben wir von unseren Kollegen folgende Zahlen erhalten. Der Radiologenmangel im NHS, im National Health Service von UK, lag bei 33% im Jahr 2021. Und im Oktober 2022 haben fast 500.000 Patienten mehr als 6 Wochen auf ihre Befundung warten müssen und eben fast 200.000 Patienten mehr als 13 Wochen. Und dann kommen wir wirklich schon in einen Bereich, wo es äußerst kritisch wird. Zum Glück sind wir in Deutschland nicht in dieser Situation, aber trotzdem, auch wir sehen die Ansätze genau dieser Problematik bei uns. Was haben wir hier gemacht? Wir haben eben eine Lösung, die auch durchaus bei anderen Herstellern Anwendung findet, von Lunit, das Insight CXR, also Chest X-Ray, genommen und in unsere Acquisition Workstation integriert. Lunit Insight CXR erlaubt es, bei Thoraxaufnahmen bis zu 10 kritische Befunde zu detektieren und eben entsprechend darzustellen. Das Ganze funktioniert vollkommen automatisch, ohne jegliche manuelle Interaktion des Anwenders. Die Benachrichtigungen selber sind konfigurierbar. Konfigurierbar einerseits hinsichtlich, was möchte ich genau untersucht haben, alle 10 potenziellen kritischen Befunde oder eben nur 8 davon oder ganz bestimmte nicht. Ja, also wenn ich zum Beispiel an eine Intensivstation denke, wäre vielleicht der Pneumothorax etwas, was allzu oft zu einer Alarmierung führt, was ich vielleicht an der Stelle dann ausblenden kann, während es in der normalen Radiologieabteilung durchaus etwas ist, was ich sehr schätze, dass dann eben Benachrichtigungen kommen. Dasselbe gilt eben für die Wahrscheinlichkeit oder die Intensität, mit der ein solcher kritischer Befund festgestellt wurde. Wichtiger Hinweis an der Stelle auch noch, da wir hier über die Akquisitionsstation reden, die Arbeitsgeschwindigkeit der Workstation wird durch Critical Scan, was im Hintergrund eben abläuft, nicht negativ beeinflusst. Wir haben hier etwa Zeiten, die liegen so um die 30 Sekunden, ein bisschen abhängig vom jeweiligen System. Wenn wir über ein Raumsystem reden, haben wir den etwas leistungsfähigeren Rechner dahinter, dann sind es eher 25 Sekunden. Wenn wir über ein mobiles System reden, dann reden wir eher über 35 Sekunden. Aber roundabout halbe Minute ist so etwa die Zeit, bis ich eben eine Information bekomme, ist ein kritischer Befund festgestellt worden oder nicht. Ein bisschen der Arbeitsablauf, also Sie sehen zunächst mal Ihr normales Bild, wenn Sie eine Aufnahme angefertigt haben. Wie gerade schon erwähnt, innerhalb von je nach Arbeitsplatz 25, 35 Sekunden, aber sagen wir rund eine halbe Minute, bekommen Sie eine Nachricht, wenn ein kritischer Befund festgestellt wurde, einerseits in so einem kleinen Icon, der so einen kleinen Avatar darstellen soll im kleinen Bild, aber eben vor allem eine Pop-up-Meldung, es wurde eine entsprechende kritische Pathologie detektiert. Wollen Sie sie nun ansehen oder eben später, können Sie dann eben wählen. Wenn Sie sagen, möchte ich jetzt ansehen, dann bekommen Sie genau dieses Bild, in dem Sie angezeigt bekommen, welche
als kritisch eingestuft wurde, eben hier mit Rot markiert. Gelb wurde festgestellt, aber eben nicht kritisch und Grün wurde nicht detektiert. Also soweit die Anzeige. Und dann haben Sie die Möglichkeit, das eben als Anwender, wir reden hier immer noch über den Röntgenanwender, zu bestätigen, habe ich gesehen und werde entsprechend die nachgelagerten Kliniker oder eben Radiologen entsprechend informieren. Das ist einmal nur die Bestätigung im System. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, und das kann man hier, glaube ich, nochmal deutlich besser sehen, einen entsprechenden Priority Marker zu setzen, der dann eben dazu führt, dass im PAX diese Untersuchung eben nochmal als besonders kritisch mit einer Hochpriorität versehen wird. Ansonsten ist das hier genau dasselbe Bild, was Sie gerade eben schon gesehen haben. Also zum einen detektiert automatisch unser System die kritischen Pathologien und Sie können dann eben bestimmen, mache ich das Ganze telefonisch oder informiere ich über das PAX mit dem High Priority Marker, mache ich beides. Das ist dann abhängig vom jeweiligen Protokoll, welches im jeweiligen Institut gängig ist. Die Ansicht im PAX später werden potenziell bis zu 3 Bilder in der Untersuchung angezeigt, das eigentliche Röntgenbild. Dann, falls Sie eben diese Option Smart Patient View aktiv haben, wäre das Lichtbild, was dann eben auch mit angezeigt wird, sodass man dann den Patienten bei der Untersuchung sieht. Und eben last but not least das entsprechende Bild mit den Annotationen von Lunit, eben dass man hier eben die kritischen detektierten Bereiche mit der entsprechenden Bewertung hier auch sehen kann. Zusammenfassend kann man sagen, dass ScanxR vor allem hilft, eben direkt am Point of Care für eine schnellstmögliche Benachrichtigung über kritische Befunde zu informieren, bei denen eine sofortige Behandlung geboten ist. Das heißt, primärer Vorteil, insbesondere für ambulante Patienten, die beispielsweise mit einem Pneumothorax versehentlich nach Hause geschickt werden, weil der erst eine Stunde später beim Befunden festgestellt wird, wäre hier eben gegeben, dass man den Patienten entsprechend informieren kann, gleich im Hause behält und für eine entsprechende Behandlung sorgt. Sekundärer Vorteil eben auf Intensivstationen, sodass auch hier sofort angegriffen werden kann, wenn hier eben eine deutliche Verschlechterung oder andere kritische Befunde festgestellt werden. Der zweite Aspekt ist natürlich bei der Befundung und das wäre dann eben entsprechend der Anwendung, wenn wir zum Beispiel das Lunit-System innerhalb eines PAX-Systems einsetzen, dass es natürlich die diagnostische Sicherheit von Ärzten und Radiologen deutlich verbessert und eben auch, das ist eben eine Zahl, die wir von Lunit bekommen haben, um etwa 13% reduzierten Zeitaufwand bei der Bildbefundung mit sich bringt. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und beantworte gerne Ihre Fragen. Vielen herzlichen Dank, Herr Bartzen. Höhere Qualität, schnellere Auswertung, glasklare Bilder, genauere Positionierungen, alles Dinge, die die Arbeit der Befunderinnen und Befunder deutlich erleichtern. Die künstliche Intelligenz hilft uns da an jeder Ecke. Und ich fand es jetzt sehr interessant, dass Sie mal den Blick auch auf die Radiologie-Technologie-Assistentinnen und Assistenten gerichtet haben, denn das ist sicherlich auch ein Bereich, der nicht nur wegen Fachkräftemangel, sondern ganz generell wichtig ist, um die Qualität zu erhöhen. Gibt es denn aus dem Publikum Fragen an Herrn Bartzen? Sie haben heute alle überaus schlüssige Vorträge gehalten, denn die Fragen haben Sie wahrscheinlich alle beantwortet. Deswegen komme ich doch an dieser Stelle mal direkt zu meiner Schlussrunde mit dem Dr. Möller und dem Dr. Engelmann, was nicht heißen soll, dass nicht aus dem Publikum auch noch Fragen gestellt werden können oder aus dem Kreise unserer Referierenden. Jederzeit können Sie sich auch gegenseitig Fragen stellen und das soll ja auch Sinn unserer Veranstaltung sein. Doch noch eine Frage, Detlef. Ja, da ist noch eine Frage gekommen. Von wem kommt die? Von mir. Der Lutz Räum ist das. Ich grüße Sie, Herr Dr. Räum. Naja, darfst du zu mir sagen. Okay, alles klar. vielen Dank für die Vorträge. Es sind hier nur verschiedene Systeme jetzt auch vorgestellt worden. Vielleicht, was ich jetzt frage, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber wie steht es eigentlich mit der Austauschbarkeit der Daten innerhalb dieser Systeme für das, was wir jetzt alles gehört haben?
sind sie alle so interoperabel zueinander und nicht proprietär, dass das alles so genutzt werden kann zu dem Nutzen, die wir jetzt in den verschiedenen Anwendungsvorträgen auch gehört haben. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt was ganz Dummes frage, aber das Wort Interoperabilität oder Standards spielt natürlich, glaube ich, auch hier eine große Rolle, um, sagen wir mal, die Daten, die jetzt da verwendet werden, um für KI nutzbar zu sein, optimal zu nutzen. Das ist meine Frage. So, und jetzt sag ich als Moderator, die persönliche Ansprache von Herrn Dr. Roy mir gegenüber hat damit zu tun, dass wir vor 11 Jahren, glaube ich, gemeinsam den E-Health-Kongress Rhein-Main und Hessen erfunden, gegründet und erfolgreich gemacht haben. Und dir, lieber Lutz, sage ich, das ist eine sehr intelligente und sehr wichtige Frage, denn die Interoperabilität spielt bei technologischen Systemen, Herr Dr. Engelmann, ne, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, in anderen Feldern der Diagnostik spielt eine immense Rolle und der DICOM-Standard ist da ja ein Beispiel dafür. Deswegen gebe ich sehr gerne diese Frage, und zwar in der Reihenfolge der Vortragenden, an unsere Referierenden weiter und fange an mit unserem ersten Referierenden, dem Dr. Heimann. Ja, in der Tat eine sehr gute Frage. Prinzipiell, wir haben ja gesehen, ne, bei vielen Anwendungen, die vorgestellt worden sind, da geht es um Bilder. Also hier bei dieser Veranstaltung heute. Und für medizinische Bilder haben wir ja zum Glück ja, den DICOM-Standard. Ja. Das heißt, die sind im Prinzip austauschbar, wenn sie denn mal fertig sind. Ja. Wir haben ja aber auch gesehen, dass auch, das hat glaube ich jeder, hatte irgendeine Lösung vorgestellt, die auch KI-basierte Rekonstruktion ermöglichte, ja. Und das ist natürlich, sagen wir mal, schwierig auszutauschen, ja, weil die Geräte natürlich, die Hardware eine andere ist und unterschiedlich funktioniert und diese Rekonstruktionsalgorithmen, natürlich, jeder Hersteller baut die so für seine eigenen Geräte, logischerweise. Und ich kann jetzt nicht einen Rekonstruktionsalgorithmus vom GE-MR nehmen und dann nutze ich den jetzt bei Philips oder bei Siemens. Ne? Das funktioniert nicht. Bei anderen Dingen im Post-Processing funktioniert es. Und ich weiß nicht, das war jetzt in einem der letzten Vorträge, da wird es auch vorgestellt, das war praktisch eine Lösung auch von einem Drittanbieter im Endeffekt, ja, die halt da integriert worden ist. Und es gibt natürlich Drittanbieter, die spezialisieren sich auf KI-Lösungen für jetzt bestimmte Modalitäten, ja, und verkaufen die als Add-on. Und die müssen natürlich dann auch mit unterschiedlichen Herstellern funktionieren. Was es aber schwieriger macht, solche Systeme zu entwickeln, weil man dann auch Daten von den unterschiedlichen Herstellern braucht. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil bei uns, wir haben diese AI Red Companion Systeme, die funktionieren tatsächlich nicht, also die funktionieren auch, sagen wir mal so, mit Bildern anderer Hersteller, nicht nur mit unseren eigenen. Ja? Wir mussten es aber auch explizit zeigen und validieren. Ja? Und jetzt können Sie sich das vorstellen, dass das jetzt nicht ganz einfach ist für uns, jetzt sage ich mal, als Siemens Healthineers, ja, wir haben viele Kunden, die haben unsere Geräte logischerweise, ja, und da bekommen wir auch die Daten ohne Probleme. Wenn wir jetzt sagen, ja, wir würden unsere KI-Lösung aber auch gern mit Daten, was sage ich mal, von Philips-Geräten, sage ich jetzt mal, ja, laufen lassen. Ja, dann brauchen wir Daten von den Philips-Geräten auch zum Training und zur Validierung. Und das ist nicht so einfach. Deswegen, wir haben das gemacht, irgendwie bei AI Red Companion. Aber einfacher ist es, wenn man für seine eigenen Daten entwickelt. Ja. Also die Übertragbarkeit begrenzt und irgendwo gibt es dann doch die Firmengeheimnisse, hinter die wir dann nicht schauen dürfen. Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Dr. Steele? Ich würde die Frage aus der GE-Perspektive beantworten. Gerne. Genau, da waren schon super viele sehr wichtige Punkte von Herrn Dr. Heimann dabei. Der DICOM-Standard ist, glaube ich, für alle Hersteller wichtig und essentiell zur Verarbeitung von Bildern. Was wir mit einigen digitalen Lösungen anbieten, zum Beispiel mit dem Imaging Insights, also den gesamten Gerätepark zu synchronisieren, zu harmonisieren, beziehungsweise auch
Kapazitäten effizienter zu gestalten, funktioniert auch herstellerübergreifend. Das heißt, da können Geräte von Grunde allen Anbietern eingebunden werden, um da entsprechend auch die Analysen fahren zu können. Ja, danke schön. Und gleich noch ein Kommentar zu Fremd Software. Wir sind auch dabei, eine Plattform aufzubauen mit unserer Edison-Plattform, wo auch eben diese Startups, von denen Sie eingangs, Herr Franke, gesprochen haben, von denen unheimlich viele aus dem Boden sprießen, eingebunden werden, sodass man da nicht 20 verschiedene Applikationen auf seinem Desktop als Teleradiologe hat, sondern eben alles in einer Plattform synchronisiert und harmonisiert genutzt werden kann. Ja, mit diesem Thema haben wir uns im vergangenen Jahr auch schon ein, zwei Mal befasst und das werden wir sicherlich im nächsten Jahr wieder beleuchten. Herr Glaser, wie schaut es bei Ihnen aus? Darf man bei Ihnen hinter die Kulissen schauen und Ihre Daten nutzen oder ist das auch eingeschränkt? Oh, teilweise, muss ich hier auch gestehen. Also die Algorithmen, die auf den CTs laufen, beziehungsweise zu der Rauschreduktion, das sind halt eigene Algorithmen, die wurden auch, wie schon genannt, für die eigenen Systeme halt entwickelt und der Algorithmus entsprechend trainiert und geschrieben. Und deswegen läuft das auch nur auf eigenen Geräten. Also wenn wir jetzt über ACE oder PEAK sprechen, über die Deep Learning Algorithmen. Wenn wir allerdings ins Post-Processing gehen, zum Beispiel wie auch zuletzt genannt, die Automation Plattform, das ist zum Beispiel auch eine Eigenentwicklung von Canon und die wurde tatsächlich halt mit allen Herstellern validiert, so dass wir hier natürlich von dem DICOM-Standard profitieren und durchaus die Bilder aller Hersteller entsprechend rekonstruieren können, beziehungsweise wenn Anomalitäten halt auftauchen, diese dann halt von allen Herstellern gleichermaßen hochqualitativ rekonstruiert werden. Gehen wir weiter zu Herrn Bartzen. Wie streng schützen Sie Ihren Datenschatz? Ja, also um den Teil der wirklich der Assistenzsysteme für die Bilderstellung ist natürlich auf unsere Geräte zugeschnitten, auch ein bisschen abhängig von der Kamera, wird allerdings innerhalb unserer Systeme auf verschiedensten Systemen zum Einsatz kommen. Während wir bei ScanXR ja eben, das hatte ich ja schon dargestellt, aktuell zum Beispiel auf das Produkt der Firma Lunit zugreifen, was auch eben durchaus bei anderen Herstellern bereits im Einsatz ist. Man kann es eben auch unabhängig davon, dass wir es bei uns auf der Acquisition Workstation einsetzen, theoretisch im PAX einsetzen und dann wäre es natürlich Multimodality geeignet und theoretisch auch für jeden Hersteller, so es denn nicht entsprechende Einschränkungen seitens des Herstellers gibt. Aber da wäre eine Multimodality-Nutzung durchaus denkbar. Das gibt mir die Möglichkeit, gleich an Dr. Möller und Dr. Engelmann in dieser Reihenfolge für Ihre Schlussbetrachtung weiterzureichen. Das Stichwort Interoperabilität, das wir jetzt diskutiert haben, hat bei uns schon immer eine große Rolle gespielt, Herr Dr. Möller und Herr Dr. Engelmann. Was ist Ihre Ansicht zu diesem Thema und wie bewerten Sie das insgesamt, was wir heute gehört haben, Herr Dr. Möller? Ja, also ich meine, wir haben gehört, dass die KI im Prinzip schon relativ weit ist. Insbesondere Herr Reimann hat darauf hingewiesen, dass da ein wirklich ja, ganz dynamischer Entwicklungsprozess gerade bei den Rechenleistungen stattfindet. Und das gibt eigentlich auch die Richtung vor. Ich meine, irgendwann mal wird die Anzahl der Parameter, die die bildgebende Diagnostik vorbringt, eigentlich auch begrenzt sein. Aber die ganz große und immense Herausforderung wird ja sein, dass ich diese Parameter der Bildgebung matche oder kombiniere und auch vergleiche mit anderen Parametern aus dem klinischen Bereich, ob das jetzt die Laborwerte sind, um es ganz einfach zu sagen, oder ob es statistische Analysen sind von bestimmten Erkrankungen oder ob das Analysen sind, die geschlechtsspezifisch sind. Das sind ja alles ganz Herausforderungen, die in der Zukunft der KI-Entwicklung sicher eine ganz, ganz große Rolle spielen werden. Wir sind im Augenblick begrenzt
nur oder begrenzen uns selber, was ja richtig ist. Wir müssen ja erstmal Erfahrungen sammeln. Man sieht ja, wir beginnen ja gerade auch mit der Diagnosefindung oder der Hilfe bei der Diagnosefindung von KI. Das heißt aber, die Entwicklung geht ja noch viel weiter. Sie hatten die Möglichkeit der Therapierichtung und der Therapiebeeinflussung angesprochen. Keine Frage, aber diese Therapiebeeinflussung hat ja noch so viele Parameter, die das Ganze beeinflussen. Und die können wir alle kombinieren oder bei der Bildgebung, auch da haben Sie sicher recht, sind wir auch noch nicht am Ende. Wenn ich das Four-Tone Counting sehe, das sind so viele Parameter, die für das Auge eigentlich fast unsichtbar sind, die man aber noch verwenden könnte, um noch näher an die Diagnose ranzukommen. Alles sind Sachen, die versprechen eine ganz, ganz stürmische Entwicklung der KI. Und da stehen wir wirklich in der Tat am Anfang, sind Pioniere, verwenden derzeit die KI, ja sozusagen, ich will nicht sagen eindimensional, aber die KI wird sicher vieldimensional sein und uns einfach da eine große Hilfestellung bieten. Ja, danke schön, Herr Dr. Engelmann von Nexus Chili. Was nehmen Sie aus der heutigen Session mit? Ja, dass der Vorteil vom DICOM-Standard, der jetzt 2-3 Mal erwähnt wurde, ist ein großes Glück für uns. Und da können wir sagen, ja, es ist gut, dass die Radiologen das so früh auch aus Anwendersicht getrieben haben, dass da alle kompatibel sind. Von daher ist das super. Da haben wir keine Probleme heutzutage, die Bilder von den unterschiedlichsten Herstellern, unterschiedlicher Modalitäten, unterschiedlicher Geräte zuverlässig zu lesen und weiter zu kommunizieren. Allerdings ist so ein DICOM-Bild ja auch in gewisser Weise primitiv. Es ist erstmal eine Bildmatrix und dann stehen noch ein paar Daten drumherum. Und die geben wir dann weiter, zum Beispiel an eine andere KI, die in der Nachverarbeitung dann darauf zugreift. Aber heute ist leider noch so, dass halt sämtliche KI-Algorithmen, die ich kenne, nur die Pixeldaten nutzen, also nicht die Daten drumherum. Und das, was Herr Möller gerade ansprach, auch noch andere klinische Werte, die noch vorhanden sind und die dem Radiologen zur Verfügung stehen, fließen leider noch nicht ein. Und das liegt dann an der Komplexität dieser klinischen Daten, die halt noch nicht so gut standardisiert sind, wie das halt bei DICOM-Bildern der Fall ist. Und das Gleiche gilt dann nochmal wieder für die Ergebnisse, die zurückfließen aus der KI. Aktuell kommen dann halt Bilder zurück, in die etwas reingemalt wurde. Das sind Secondary Capture Bilder. Da stehen zum Teil die Befunde dann eingebrannt als Text drauf oder manchmal auch als Overlay. Aber es gibt auch noch keine standardisierten Strukturen, die zurückkommen und die dann halt auch verlässlich von einem PACS-System eines dritten Herstellers dann wiederum ordentlich in die Workstation integriert werden kann und dann auch dem Radiologen präsentiert werden kann. Da gibt es also noch einiges zu tun an den Schnittstellen, was in die KIs reinläuft und das, was aus den KIs rauskommt, um es dann wieder gut zu integrieren. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, das war eine gute Veranstaltung. Ich habe das mit großer Freude gesehen, mit welcher Breite das ganze Thema KI einfließt in die Radiologie. Also angefangen von der Bildverbesserung zur Lagerung des Patienten, zur Vereinfachung der Arbeit der Techniker und Technikerinnen bis hin dann halt zu automatischen Analysen, die schon auf der Akquisitionsmaschine stattfinden, wie wir das mit Lunit gesehen haben. Und ja, und wie Herr Heimann das ausgeführt hat, geht das ja dann noch viel, viel weiter, wenn dann noch Genomics dazukommt und so weiter. Ist das eine ganze Welt, die noch überhaupt nicht richtig erschlossen ist, wo wir nur erahnen, was da auf uns zukommt. Also ich denke, die KI hat eine sehr große Bedeutung für die Radiologie in der Zukunft und da wird noch vieles passieren und ich bin gespannt, was wir auf den nächsten Webinaren da noch alles hören werden. Das wird sicherlich noch einiges sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Dr. Engelmann, bei Ihnen, Herr Dr. Möller, für die gute Zusammenarbeit auch bei dieser Session, bei unseren Referierenden, für die interessanten und kompetenten Beiträge und natürlich bei unserem Publikum, dass Sie wieder in großer Zahl an dieser Veranstaltung teilgenommen haben.
Wir werden, wie schon angekündigt, im kommenden Jahr unsere Veranstaltungsreihe fortsetzen, voraussichtlich Ende Februar. Das ist also die Grobplanung. Dann wollen wir schauen, wie sich KI und radiologische Diagnostik weiterentwickelt haben. Das passiert ja gerade sehr stürmisch. Welche neuen Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es und auf welche gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen werden wir uns einstellen müssen? Und natürlich gilt weiterhin, melden Sie sich bitte gerne bei uns, wenn Sie Themenvorschläge oder Anregungen für künftige Sessions haben oder wenn Sie mit Ihrem Unternehmen Kompetenzpartner von Zukunft Teleradiologie werden möchten und sich das ganze Jahr über mit Ihren Ideen, Produkten und Innovationen bei einem qualifizierten Publikum und in einem qualifizierten Markt noch zusätzlich positionieren wollen. An der Stelle, wir haben fast eine Punktlandung hinbekommen, es ist 17.01 Uhr, wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend, eine erfolgreiche restliche Woche und bleiben Sie uns treu. Sind Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Und meine beiden Mitstreiter, Dr. Möller und Dr. Engelmann und mein Team, bitte ich noch ein bisschen für eine Nachbetrachtung in der Session zu bleiben. Vielen Dank und auf Wiederschauen.